Parsival ist das Ideal alles Deutschen. Die Vereinigung von Reinheit, Stärke und Entschlossenheit. Grüß Gott, meine Herren. Das ist mein Sohn, Adolf. Das hier war mein Schreibtisch, bevor ich pensioniert wurde. Und wenn du in der Schule fleißig lernst, dann kannst du vielleicht auch mal hier sitzen. Blöder Trottel. Das ist doch ganz normal für einen Jungen in seinem Alter. Das ist Gottes Strafe, weil ich meine Nichte geehelicht habe. Onkel, sei nicht albern. Du wirst es doch schaffen. Du wirst Maler, Künstler. Was du willst, mein kleines Genie. Du kleiner Mistkerl, hast schon wieder meine Bienenstöcke angezündet. Onkel Alois, weißt du was? Ich finde, wir sollten ihn von der Schule nehmen. Er hat eine künstlerische Ader. Warum soll er sich mit Naturkunde quälen, mit Mathematik? Onkel Alois, was hast du? Du meine Güte. Adi, komm, wir müssen deinem Vater helfen. Onkel Alois! Ich will nach Wien, Mutter. Was? Opern sehen. Große Opern. Ich will an der Kunstakademie studieren. Das ist zu weit. Du wärst allein. Was hört man alles von Juden, Zigeunern, die einem auflauern? Ich bin kein Kind mehr, Mutter. Sie ist sehr krank. Sie wird das Weihnachtsfest nicht mehr erleben. Sie hat Brustkrebs. Das ist nicht wahr. Ich weiß, es ist schwer für dich. Euch Ärzten ist doch alles egal. Beginnen Sie. Sie haben 30 Minuten Zeit, dann werde ich die Blätter einsammeln und sie prüfen. Morgen früh werden dann die Namen derjenigen am schwarzen Brett angeschlagen, die diesen Teil der Aufnahmeprüfung bestanden haben. Wie hast du beim Zeichnen abgeschnitten? Hast du bestanden? Aus mir wird einmal ein großer Künstler, Mutter. Das weiß ich. Angela, ich weiß, er ist nur dein Halbbruder. Aber ich möchte, dass du dich um ihn kümmerst, als ob er dein eigener Sohn wäre. Er ist so sensibel. Ich weiß nicht, wie er ohne mich zurechtkommen soll. Versprich es mir. Ja. Amen. Adi, ich weiß, wie schwer das ist, aber du musst tapfer sein. Du weißt nicht, was ich fühle. Du hast sie nicht geliebt. Sie war nur deine Stiefmutter. Du weißt nichts über Liebe. Ein Bauerntrampel, wie du. Zu nichts nütze, als noch mehr von deiner Brut zu zeugen. Ich bedauere, Herr Hitler, aber Sie haben keinen Stil. Sie zeichnen Menschen wie Gebäude. Vielleicht versuchen Sie es mit Architektur oder Bühnenbild vielleicht. Es tut mir leid. Ich muss jetzt zum Unterricht. Viel Glück.
Ich brauche keine Almosen. Ich warte nur auf meine Erbschaft, das ist alles. Es sind die Juden, ich sage es Ihnen. Sie überschwemmen das Land, stehlen uns das Brot vom Tisch. Fragen Sie den Bürgermeister. Gut gesagt, Herr Doktor! Es sind Wölfe! Bestien, die ihre Beute suchen! Das haben wir alles denen zu verdanken. Die überschwemmen unser Land, stehlen uns das Essen aus dem Mund. Und wir Deutschen, wir müssen hungern. Das ist nicht komisch. Entschuldigung, ich dachte, dass Sie Jude sind. Sie sehen wie einer aus. Aufstehen, na los, raus aus den Betten. Macht schon. In 10 Minuten will ich hier drin keinen mehr sehen. Liebe Schwester, meine Studien gehen sehr gut voran und meine Kunst findet viel Beachtung. Ich werde im Handumdrehen berühmt sein. Ich freue mich schon auf meinen Geburtstag. Dann ist meine Erbschaft fällig. Bringst du sie mir persönlich? Ich erwarte dich auf dem Bahnhof. Unter der großen Uhr. Adi? Bist du das? Angela? Was ist denn passiert? Ich dachte, es geht dir gut. Nur eine Pechsträhne. Hast du's? Warum hast du dich nicht gemeldet? Du hättest doch heimkommen können. Sag deinem Onkel Grüß Gott, Geli. Sie ist sehr schüchtern, solange sie jemanden nicht genau kennt. Naja, es sind die Juden. Die Juden, ihnen gehören die Galerien. Sie wollen meine Bilder nicht. Und die Polen arbeiten für Hungerlöhne, deshalb finde ich keine Arbeit. Das ist ja furchtbar. Es gibt viel Arbeit in Linz. Sehr witzig. Nein, ich meine es ernst. Hier, zu deinem Geburtstag. Unser Vater hat hart dafür gearbeitet. Linz. Das ist das Letzte, wo ich hingehen würde. Aber hier bleiben kannst du auch nicht. Natürlich nicht. Je schneller ich dieses Babel verlasse, desto besser. Ich gehe dahin, wo die wahren Deutschen sind.
Gratuliere, Infanterist Hitler. Sie sind einer der wenigen, die ihre Feuertaufe überlebt haben. Es ist meine ehrenvolle Aufgabe, Sie in den Rang eines Gefreiten zu befördern. Danke, Herr Leutnant. Weiterhin viel Glück. Ich brauche jemanden, der eine Nachricht überbringt. Hier, Herr Oberfeldwebel! Runter! Bleiben Sie in Deckung! Bringen Sie das zu Leutnant Gutmann im Regimentsstab. Warten Sie auf Antwort. Sitz! Foxel, sitz! Sitz! Kann es sein, dass deine Verlobte ein bisschen störrisch ist, Adi? Man hat's nicht leicht mit den Frauen. Foxel, sitz! Sitz! Was glaubst du denn? Willst du mich lächerlich machen? Du machst! Sitz, wenn ich es sage! Du machst Sitz! Du! Jetzt reicht's! Du machst. Alle sind gefallen. Die ganze Kompanie wurde ausradiert. Die ganze Kompanie. Bis auf mich natürlich. Und meine Hündin. Mein kleines Foxel. Sekunden bevor die Granate einschlug, hat sie mich nach draußen geführt, als hätte sie es gewusst. Sie war so lieb. So zutraulich. Und dann auf einmal ist sie fort. Nicht weit. Ich glaube, sie ist im Essen. Entschuldigung. Dann habe ich abgedrückt. Du selber? Na, ich habe auf meine Zehe gezielt. Und boom, Fahrkarte nach Hause. Jede Zehe, die ihr euch abschießt, kostet 10 Männern das Leben, weil ihr sie nicht beschützt. Schlachten werden verloren. Stellungen aufgegeben. Stellungen, die wir mit unserem Blut erkämpft haben. Für die eure Kameraden gefallen sind. Aber ihr sitzt hier und spielt Karten. Schluss, Gefreiter. Ihr müsst euer Leben einsetzen. Ich habe jetzt genug davon. Sie sind ja wohl wieder gut zu Fuß. Ich schreibe Sie KV. Sie melden sich morgen früh wieder zum Dienst. Jawohl. Pazifisten. Marxisten. Sozialisten. Juden. Sie nennen sich mittlerweile Kommunisten und sind überall. Nur nicht hier. Nicht an der Front. Wer hat dir denn in den Kopf geschissen? Oh, bitte. Kennst du einen jüdischen Soldaten, hä? Sieh dich um. Siehst du einen? Ich bin Jude, Adi. Also halt die Klappe und iss. Das muss so schnell wie möglich durch. Wir haben nicht mehr viel Zeit und es ist äußerst gefährlich. Wenn es einer von Ihnen schafft, erwartet ihn das Eiserne Kreuz. Geht mit Gott. Ja, Gefreiter? Nichts, Herr Leutnant. Ich habe den Befehl ausgeführt, Herr Leutnant. Ich habe mein Leben riskiert.
Ich habe den Orden verdient. Wir riskieren alle unser Leben. Jeden Tag. Sie haben es versprochen, Herr Leutnant. Sehen Sie, wenn es nach mir ginge. Ich habe Ihnen geglaubt. Jeder andere hätte gelacht. Was meinen Sie damit? Ich habe mich immer für die Offiziere eingesetzt. Wenn jemand sagte, denen kann man nicht trauen, dann habe ich auf Sie gezeigt, Herr Leutnant. Mal tief Luft, Männer. Ich rieche schon das französische Parfum. Bald sind wir in Paris. Abteilung vorwärts. Guten Abend, meine Herren. Bereiten Sie sich auf einen Abmarsch morgen früh vor. Wir werden an die Ostfront verlegt. Herr Leutnant, wir stehen 50 Kilometer vor Paris. Sie würden das für einen Rückzug halten. Generalfeldmarschall von Hindenburg hat es befohlen, Gefreiter. Sie haben Ihre Auszeichnung. Jetzt sagen Sie es den Männern da draußen. Zu Befehl. Kann man keinen Krieg gewinnen. Gasangriff! Gasmasken aufsetzen! Gasangriff! Gasmasken aufsetzen! Sie sind nicht blind, Gefreiter. So schlimm ist das Gas nicht. Es reizt die Augen, die Lider schwellen an. Aber wenn wir den Verband abnehmen, werden Sie genauso gut sehen können wie immer. Machen Sie sich nicht verrückt. Ich muss wieder zurück. Zurück an die Front. Daraus wird nichts werden. Denken Sie an Ihre Zukunft. Haben Sie eine Frau? Eine Verlobte? Ich muss wieder zurück. Zurück an die Front. Wir müssen ist das gekommen, Herr Doktor? Marschieren. Meine Herrschaften, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Heute Morgen hat die Waffenstillstandskommission die Verhandlungen abgeschlossen. Wir haben kapituliert. Nein! Wir sind jetzt den Siegermächten auf Gnade und Ungnade ausgeliefert. Und wir können nur zu Gott beten, dass sie gnädig sein werden. Es ist nicht aus. Es fängt an. Und Abteilungen der Freikorps haben die Kontrolle über die Stadt wiedergewonnen, die zwei Wochen lang von kommunistischen Gruppen beherrscht wurde. Wie kann es weitergehen? Ein gut gehütetes Geheimnis ist gelüftet worden. Die entlassenen Frontsoldaten des Krieges ziehen immer noch aktiv und bewaffnet durchs Land. Herr Gerlich, die warten schon. Keine Bange, Frau Schmidt. Solche Sachen fangen nie pünktlich an. Erst der Zusammenbruch der Monarchie, dann ein kommunistisches Regime. Welche neue Form der Regierung erwartet uns? Ein tiefes Gefühl des nationalen Stolzes wächst wieder? Nein, nein. Wendet sich gegen die Kommunisten, die Alliierten,
Gegen alle, die glauben, dass Deutschland am Ende ist. Also bitte, Herrschaften, wir müssen anfangen. Los geht's, los geht's. Gehen Sie schon. Was tun Sie denn noch hier? Entschuldigung, Entschuldigung. Verzeihung. Ah, Herr Gerlich. Ein guter Tag für Zeitungen, ein schlechter fürs Heiraten. Danke fürs Warten. Hätten wir vielleicht ohne dich anfangen sollen, du? Offiziell sind die Roten weg, aber die Armee muss dafür sorgen, dass sie auch wegbleiben. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es nicht noch einmal zu solchen Unruhen kommt wie in diesem Frühjahr. Ich habe gehört, Sie sprechen sehr offen über Ihre nationale Gesinnung. Ich glaube an Deutschland, Herr Hauptmann. Gut. Es gibt im Augenblick fast 50 politische Gruppierungen hier in der Stadt. Und ich setze Informanten ein, um festzustellen, welche davon aggressiv sind. Interessiert Sie das? Informant zu sein? Eine dieser Gruppen ist die Deutsche Arbeiterpartei, geführt von einem gewissen Anton Drexler. Sie treffen sich im Hinterzimmer eines Bierkellers. Angeblich ist es nur ein Stammtisch. Aber gehen Sie mal hin und sagen Sie mir, was Sie vorhaben. Ich trinke nicht, Herr Hauptmann. Dann hören Sie eben nur zu. Aber Zinsen sind auch gleichbedeutend mit Sklaverei. Die von Berlin gesteuerte Wirtschaft, die gerade vor dem Zusammenbruch steht, lässt uns keine andere Wahl, als für Bayern die Unabhängigkeit zu fordern. Ober, noch zwei Bier. Kommen gleich. Das Land Bayern muss sich vom restlichen Deutschland abtrennen und einen eigenen Staat bilden. Irrsinn. Vor allem, da wir uns ja auch in der Lebensweise unterscheiden. Wir sind überwiegend katholisch, die nicht. Wir sind alle Deutsche. Kulturell betrachtet vielleicht. Da gibt es Überschneidungen. Aber selbst dort... Und was ist mit Parzival? Lohengrin? Junger Mann, ich spreche von der Realität, nicht über Märchen. Sie sprechen von der Reinheit des deutschen Volkes. Und die ist kein Märchen. Wie ich sagte, diese Zinszahlungen würden uns... Stell mal fest, wer das ist. Was ist das? Mein Bericht über die Deutsche Arbeiterpartei, Herr Hauptmann. Ich wollte nur ein paar Worte. Die haben mich gefragt, ob ich eintreten wolle. Ich habe noch nicht zugesagt. Ich will nur wissen, ob wir die im Auge behalten müssen. Vereinsleben auf niedrigstem Niveau. Aber interessante politische Ziele. Jede nationale Zielsetzung muss das Ausmerzen der Juden beinhalten. Was hat das mit Ihrem Bericht zu tun? Ein paar persönliche Anmerkungen. Sind Sie anderer Ansicht? Es ist nur nicht machbar. Oh, es ist machbar, Herr Hauptmann. Einfach vertreiben. Deportieren, wenn nötig. Stellen Sie sich eine Welt ohne Sie vor. Sie wäre rein. Fast heilig. Denken Sie, es sind Juden in Valhalla? Haben Sie meine Unterlagen, Hauptmann Meyer? Jawohl, Röhm. Ich möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit den Gefreiten Hitler vorstellen. Er ist einer unserer Informanten. Sie können wegtreten, Gefreiter. Ein merkwürdiger Mensch, nicht? Es ist mir ein Vergnügen, Ihnen unseren heutigen Gastredner vorzustellen. Viele von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an seine Zwischenrufe bei unserer letzten Versammlung. Das Wort hat Herr Adolf Hitler. Ich war noch ein kleiner Junge, da hörte ich die Geschichte... Lauter! Da hörte ich die Geschichte vom Heiligen Gral. Und dass ihn nur jemand finden kann, der reinen Herzens ist. Und in der Tat waren wir immer auf der Suche nach dieser Reinheit. Aber wir durchleben im Augenblick schwere Zeiten. Unsere Streitkräfte sind am Boden. Unsere Wirtschaft bricht zusammen. Aber nicht Armut, nicht Schwäche ist unser Problem, sondern Gleichgültigkeit. Hört hier einer zu? Das ist das Problem unserer Tage. Es ist allen egal.
Kein Wunder, dass uns die Ausrottung droht. Stolz. Stolz ist eine Waffe. Ein Schwert gegen unsere Feinde. Aber machen wir uns nichts vor. Sie sind stark. Stärker als wir. Und es sind nicht die Franzosen oder Engländer, die ich damit meine. Unsere Feinde sind unter uns. Sozialisten. Kommunisten. Fremde Eindringlinge. Sie kommen in unser Land, um uns zu zerstören und alles zu nehmen! In den 6 Monaten seit dem Sturz der kommunistischen Regierung hat die neue deutsche Demokratie 2 Dutzend politischer Parteien geboren. Aber keine wächst schneller als die Deutsche Arbeiterpartei, die seit neuestem NSDAP heißt und deren feuriger Redner Adolf Hitler und welche von Ihnen gegen den Einfluss ausländischer Eindringlinge wettert. Die krankhaftesten. Wer allein trägt die Schuld an der moralischen Dekadenz, die unsere Gesellschaft durchdringt? Die Juden! Die Juden! Ja! Die sich selbst Deutsch nennen! Aber sie sind jetzt und waren es immer unwillkommen, unerwünscht und doch sind sie überall! Sie drängen sich in politische Ämter, rauben unsere Ersparnisse, vergewaltigen unsere Familien und Kultur! Ich sage Ihnen, meine Freunde, das ist Krieg! Ein Krieg, der sich wenden wird! Und die Eindringlinge werden die Opfer! Hallo! Frieda. Herr Hanfstengel, ach, endlich sind Sie wieder da. Sie sehen gut aus. Und das? Ist das der kleine Egon? Er sieht genauso aus wie Sie, als Sie so klein waren. Frieda, das ist meine Frau Helene. Sie ist in Amerika aufgewachsen, aber keine Angst, sie stammt aus einer guten deutschen Familie, aus Bremen. Freut mich sehr, Frau Hanfstengel. Es tut mir leid, dass nichts vorbereitet ist. Ich werde gleich morgen dafür Frieda, sorgen. Machen Sie sich keine Gedanken. Es ist alles bestens. Wir werden schon zurechtkommen. Wollen Sie ihn mal nehmen? Ja, sehr gern. Er ist so süß. Komm. Gefällt's dir? Es ist großartig. Es übertrifft alles, was du versprochen hast. Und das ist noch längst nicht alles. Es bieten sich so viele Möglichkeiten für uns. Deutschland steht vor einem neuen Anfang und wir werden eine Menge Geld machen. Es schickt sich nicht, über Geld zu sprechen. Wir werden noch was für das Land tun. Ich habe da einiges geplant. Verschon mich mit deinen Plänen. Ich kümmere mich um die Abendgesellschaften. Endlich! Es ist höchste Zeit. Und das nächste Mal kommen Sie bitte vorne rein, damit die Leute Sie sehen können. Meine Anhänger haben mich aufgehalten. Sieht ziemlich leer aus, oder? Unsinn. Es sind mehr Leute als das letzte Mal. Leider auch ein paar Kommunisten. Also, halten Sie sich ein bisschen zurück, ja? Ein Krawall würde uns nur in die Schlagzeilen bringen. Genau das wollen wir doch, oder?
Die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland wird abgeschafft. Deutschland leistet Reparationszahlungen für alle Schäden an alliierten Zivilisten und ihrem Eigentum. Die Verantwortung für den Ausbruch des Krieges lastet allein auf deutschen Schultern. Das sind nur einige der Forderungen des Vertrags von Versailles. Unmöglich, sagen Sie? Das würde uns kaputt machen? Aber genau das ist der Punkt. Die wollen, dass wir kaputt gehen. Und wen meine ich mit die? Ich meine die Roten! Diese Narren, sie verbreiten die Seuche genannt Kommunismus unter hohlköpfigen Träumern! Das musst gerade du sagen! Richtig! Sehr richtig! Ja! Die wirksamste Medizin sind Kugeln! Das ist das beste Mittel, um uns vor diesen Idioten zu schützen! Die Idioten seid doch ihr! Ihr könnt doch nichts als reden! Maul halt! Marx war Jude! Die kommunistische Partei wird von Juden gelenkt! Es ist eine Verschwörung, um Deutschland zu zerstören! Sie verunreinigen unser Blut und erwandern unsere Kultur! Aus mit dir! Es ist ihre Absicht, die arische Rasse vom Erdboden zu tilgen! Fritz, du bist am Schreiben. Nein, ich denke nur nach, Schatz. Worüber? Was da passiert. In München, in Bayern, in Deutschland. Meine drei Rivalen. Es ist so aufregend. Sophie, Deutschland steht an einem historischen Scheideweg. Aufgewachsen sind wir mit dem Kaiser. Da war alles vorgeschrieben. Endlich können wir selbst entscheiden. Die Kommunisten auf der Linken, die Sozialdemokraten in der Mitte, die Freikorps vereinigen sich mit der Rechten. Es ist eine gewaltige politische Schlägerei. Und das beunruhigt dich nicht? Warum sollte es? Bei Schlägereien kommt doch nie was Gutes raus. Wann werdet ihr Männer das endlich begreifen? Wann werdet ihr Frauen endlich lernen, dass außergewöhnliche Zeiten außergewöhnliche Maßnahmen erfordern? Ja, Kriege, Attentate. Schon gut, schon gut. Ich will mich nicht mit dir streiten. Aber eines weiß ich genau. Aus diesen Krawallen wird etwas Außergewöhnliches entstehen. Wir brauchen mehr Männer wie Sie in der Partei. Wir hassen die Kommunisten. Und wir werden überall sein, wo die sind. Ob wir dabei etwas für die Partei tun oder nicht, liegt ganz bei Ihnen. Hier, los, ja, ja. Ich war immer ein großer Bewunderer von Ihnen. Ihre Reputation, Ihre Auszeichnungen. Oh, meine größte Auszeichnung trage ich hier. Darauf bin ich stolzer als auf jedes Eiserne Kreuz. Und was für mich gilt, Herr Hitler, gilt für alle meine Männer. Wir alle hier sind Soldaten. Sehen Sie, diese Männer haben gemeinsam mit vielen tausend anderen unserem Land treu gedient. Auch wenn sie in der Armee keine Heimat mehr haben, kämpfen sie an der neuen Front gegen die kommunistische Revolution. Ja. Jetzt auf einmal scheinen die Herren, die uns bisher unterstützt haben, die Seite zu wechseln. Wieso? Weiß ich nicht. Aber wenn meine Männer in der Lage sind, eine Revolution niederzuschlagen, können sie auch eine anzetteln, weil sie dieses Land genauso lieben wie sie oder ich. Ja. Das einzige kleine Problem ist, sie sind arbeitslos. Ja. Ach, was waren wir Deutschen doch so gierig nach dem Blut. Jedem grauste grässlich vor dem wilden Mannes Mut. Donner, Hall und Bodenkranz, so gingen wir auf den Strich. Ja, wir sind das Hunnenvölkchen, anders tun wir's nicht. Gott zur Zeit der Kieler. Oh mein Gott, so ernst, bist du es wirklich? Friedrich. Friedrich Holländer, du meine Güte, was tust du denn hier? Ich führe den Laden, inszeniere, schreibe die Lieder. Ich bin das Tingeltangel. Friedrich und ich kennen uns aus Schulzeiten. Wir waren Sparringpartner. Im Fechtclub. Da auch. Und diese bezaubernde Dame ist? Die derzeitige Sparringpartnerin, Helene Hanfstecken. Es freut mich sehr. Friedrich Holländer. Und das ist meine Frau. Ein reines Herzchen wie der Himmelblau. Ein Leben wie alle sind deprimiert. Schlecht für die Wirtschaft, aber ausgezeichnet fürs Kabarett. Die Deutschen brauchen keine Demokratie zum Kuckuck, sondern Musik. Lachen.
und jemanden, der ihnen sagt, was sie tun sollen, damit sie antreten und gehorchen können. Sag bloß nicht, du seist auf einmal Nationalist. Ich bin Satiriker Ernst, der gefährlichste Politiker von allen. Apropos Humor. Ich höre mir morgen Hitler an. Kommst du mit? Hitler? Den Antisemiten? Den nationalsozialistischen Antisemiten. Er füllt inzwischen ganze Hallen. Er soll faszinierend sein. Oh, du stehst ihm sehr unvoreingenommen gegenüber. Du meinst für einen Juden? Ja. Ich bin kein Anhänger von ihm, um Gottes Willen. Ich suche neues Material. Ein Leben wie im Paradiese. Wollten alle wieder Kinder sein und wollten tummeln, tummeln auf der grünen Wiese. Wir werden überleben, das sagen Sie uns. Womit Sie meinen, Sie werden überleben. Wir haben im November kapituliert, in einem Augenblick, in dem wir kurz vor dem Sieg standen. Verraten von den Feiglingen und Verrätern in den eigenen Reihen! Sie sind uns in den Rücken gefallen! Wie können wir sie bekämpfen? Wir vereinen uns! Wir tun uns zusammen für ein größeres Deutschland! Noch etwas gefeilt und aus dem kann das werden. Er ist eine Witzfigur. Wir werden Opfer bringen. Wir werden unser Letztes geben. Ja, aber nur so können wir triumphieren. Und wir werden triumphieren! Mit dem Helden Lohengrin als unserem Vorbild und der Musik Wagners als unserer Inspiration werden wir die Kriegsgewinnler erhängen, die Kommunisten zerschlagen. Wir werden unser Land desinfizieren und von dem jüdischen Ungeziefer befreien. Seltsam. Nach 2000 Jahren sollte man sich doch daran gewöhnt haben. Ernst? Ein Volk! Wir werden es den Kommunisten zeigen! Es sind die Juden! Sie sind überall! Wir werden siegen! 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 Sachen habe ich nicht verstanden. Ich hätte das gemeint. Wir haben uns verraten. Mein Gott, nun überleg doch mal. Wir haben den Krieg verloren. Aber hast du nicht Entschuldigen gefragt, Sie, Herr Hitler. Wer daran schuld ist? Ich habe Ihre Rede gestern gehört. Sie sprachen von Wagner. Man hat mir gesagt, dass ich Sie hier finde. Sie sind oft hier. Herr Hitler, ich habe mich gefragt... Spielen Sie. Ich kenne einige Leute, die Sie gerne reden hören würden. Aber nicht gerne in Wirtshäuser gehen. Die Reichen? Die habe ich kennengelernt. Diese Salonpolitiker, die ihr Geld mehr lieben als ihr Vaterland. Aber Sie als Propagandaredner Ihrer Partei wissen auch, dass diese Leute bereit sind, Geld auszugeben, um ihr Vermögen zu schützen. Und zwar viel Geld, wenn jemand, dem Sie vertrauen, Ihnen sagt, dass es gut angelegt ist. Da komme ich ins Spiel. Herr Hitler, ich kann Sie sehr bekannt machen. Viel bekannter als ihn. Aber Sie müssen zugeben, die Farbe fällt ins Auge. Warum haben Sie kein Plakat? Keine Fahne? Überall sollte Ihr Bild hängen.
Ihr Name in großen Buchstaben. Wie können Sie Ihrem Aussehen etwas Charakteristisches verleihen? Denken Sie etwa an Lenin, da heißt es sofort Spitzbart und Glatze. Nicht unbedingt attraktiv, aber einprägsam. Über Politik gesprochen. Wir reden über nichts anderes. Natürlich gibt es eine Menge Dinge, die wir nicht erwähnen. Etwa Hauptmann Röhm und sein Freikorps. Auch jetzt, wo die Roten weg sind, will er immer noch Geld. Und was sollen wir tun? Kommen Sie mir nicht mit Demokratie. Die Massen können sich nicht selbst regieren. Früher hat ein Mann entschieden, was das Beste für das Land ist. Und es herrschte Ordnung und Disziplin. Heutzutage wird über alles abgestimmt und das Resultat ist Chaos. Nun, in Amerika funktioniert es, Herr Baron. Da gibt es einzelne Staaten mit Gouverneuren unter einem Präsidenten in Washington. Hier haben wir den preußischen Staat, den bayerischen Staat und so weiter unter einem Präsidenten in Berlin. Die Struktur ist im Großen und Ganzen dieselbe. Es ist nicht vergleichbar, Ernst, und das wissen Sie. Die Deutschen brauchen Führung. Am besten durch einen Mann, den wir kontrollieren. Er muss nicht klug sein, nur formbar. Und Junggeselle. Damit er die Stimmen der Frauen bekommt. Gut gesagt, Hauptmann Göring. Dieser Mann, der da heute noch eingeladen ist, Herr Hanfstengel, werden die Arbeiter auf ihn hören? Zum Teil, aber große Teile der Mittelschicht, was uns noch mehr entgegenkommen wird. Ich finde, er hat eine ziemliche Überzeugungskraft. Er ist im Augenblick noch ein ungeschliffener Diamant. In vieler Hinsicht ungeschliffen. Ich bin schon sehr gespannt auf ihn. Entschuldigen Sie mich. Aber sicher. Herr Hitler. Ich bin Helene, Ernsts Frau. Er hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Kommen Sie. Mit allem Respekt. Der Kaiser ist ein Feigling. Wir sind ohne ihn besser dran. Nein, nein, wir brauchen jemanden, der mutiger ist. Mutig genug, um die ausländischen Agitatoren aus dem Land zu treiben. Einen Mann, der lächelt, wenn er ein Maschinengewehr sieht und dem Pöbel Angst einjagt. Denken Sie dabei an sich, Herr Hitler? Nein, Hauptmann Göring, das gewiss nicht. Ich bin nur ein Prediger in der Wüste. Aber vor allem müssen wir die Juden vertreiben. Sie sitzen in unseren Banken, ihretwegen haben wir den Krieg verloren. Sie tragen die Schuld an unserer katastrophalen Lage. Herr Hitler, mein Vater war ein Jude. Und ich glaube nicht, dass hier an diesem Tisch ein größerer Patriot sitzt, als er es war. Alles, was ich heute bin, verdanke ich ihm. Herr Baron, ich bin sicher, das bezog sich nicht auf Ihren Vater. Er meinte damit die kommunistischen Juden. Nicht wahr, Herr Hitler? Sie entschuldigen uns, Frau Hanfstengel. Kommst du? Ich kann die Baron ja verstehen. Hast du gewusst, dass er diesen Mann eingeladen hat? Nein, ich hatte zwar schon von ihm gehört. Nein. Ich habe auch mal von ihm gesprochen. Ich wusste nicht, dass er heute kommt. Nein, eigentlich. Daran die Juden schuld sind. Herr Hitler. Bitte. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Er hat es bestimmt nicht persönlich gemeint. Mein Mann und ich haben in Amerika mehrere jüdische Freunde. Dieser Mann, Frau Hanfstengel, schürt den Hass der Leute auf der Straße bis zum Siedepunkt. Und er verfolgt dabei seine eigenen Ziele, möchte ich hinzufügen.
Möge Gott Ihnen und Ihren Gatten verzeihen, dass Sie ihm dabei helfen. Ich weiß auch, was es heißt, sich in einem Freund zu täuschen. Und wenn er Sie über seine Abstammung irregeführt hat, wer weiß, wozu er noch fähig ist. Sie sind ein sehr begabter Redner, Herr Hitler. Es ist mir eine Ehre, an diesem Tisch zu sitzen. Ich bin von Haus aus ein recht begabter Künstler, Hauptmann Göring. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht, das ich Ihnen zeigen möchte. Was ist das? Schlicht arisch. Bedeutet es was? Ein Symbol der Unbesiegbarkeit. Gefällt es Ihnen, Frau Hanfstengel? Es wirkt hypnotisierend. Ich frage mich, Herr Hitler, ob Sie vielleicht eine Zeitung herausgeben wollen. Gut gemacht. Danke sehr. Ich danke Ihnen. Es war ein Wendepunkt in meinem Leben, als man mir die Augenbinde abgenommen hat. Nur dann können wir siegen. Und wir werden siegen. Der Jude. In all seiner schrecklichen Schande. Wir werden die Profiteure hängen. Wir erkennen ihn. Wir erkennen ihn. Sie werden dafür büßen. Wir werden siegen. 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 Wenn es nicht so ist. Was ist hier los? Herr Hitler, wer sind die da? Meine neuen Freunde. Worüber streiten Sie? Die Deutschsozialistische Partei hat vorgeschlagen, dass wir uns zusammentun sollten. Unsere Prinzipien sind vergleichbar. Es ist eine Frage von Verhandlungen, die Unterschiede in den Griff zu bekommen. Und natürlich wären gemeinsam beide Parteien noch stärker. Wobei hier einige andere Ansicht sind. Verstehe. Wollen Sie wissen, was ich denke? Ja, natürlich. Ich denke, Sie sind ein Verräter. Aber Herr Hitler... Es gibt für uns keine Kompromisse! Wenn Ihre Mitglieder die Partei verlassen und sich uns anschließen, ist das was anderes. Unsere Prinzipien sind unsere Prinzipien und sie werden nicht verhandelt. Es zeigt sich, Drexler, wie recht ich habe. Das hier ist eine müde, dilettantische Organisation. Und Sie sind ein kurzsichtiger Narr. Was mich hierzu führt. Wer hat das verfasst? Behaupten Sie nicht, Sie wüssten nicht, was das ist. Eines unserer Parteimitglieder nennt mich einen gefährlichen Demagogen. Intrigieren Sie etwa gegen mich? Ich sage es Ihnen ins Gesicht. Ich brauche weder Sie noch Ihre Partei. Ich gründe meine eigene Partei. Sie haben recht. Natürlich kommt ein Zusammenschluss nicht in Frage, wenn Sie es nicht wollen. Es haben nur manche Bedenken wegen Ihrer finanziellen Verbindungen. Wir sind keine Partei der Bourgeoisie.
Was wollen Sie? Die Führung übernehmen. Ich möchte, dass Sie zurücktreten und mich als Nachfolger vorschlagen. Dreckarsch! Ja. Ja, natürlich. Die Parteiführung muss geschlossen zustimmen. Dann werden wir es öffentlich bekannt geben. Hören Sie mir bitte zu! Die Parteiführung hat soeben eine wichtige Entscheidung getroffen. Ich halte mich nicht länger für den richtigen Mann an der Spitze unserer Partei. Und es ist mir eine besondere Ehre, Ihnen meinen Nachfolger vorzustellen. Unseren neuen Führer, Adolf Hitler! Nein, noch ein bisschen höher. Ja, so, sehr gut. Großartig. Nein. Ja. Eine ausgezeichnete Wahl, mein Führer. Aber finden Sie diesen Ausdruck nicht besser? Entschuldigen Sie, Herr Hitler. Ein Brief von Generalstaatskommissar von K. Sie bitten mich, meine öffentlichen Auftritte abzusagen. Das heißt, Sie ordnen es an. Der Reichskanzler will die Reparationszahlungen leisten und den Versailler Vertrag erfüllen. Man rechnet damit, dass es zu Ausschreitungen kommen wird. Von K. hat den Ausnahmezustand ausgerufen und sich selbst die Leitung übertragen. Er fürchtet, wenn Hitler spricht, würde das zusätzliche Unruhe stiften. Zusätzliche Unruhe stiften? Zusätzliche Unruhe stiften? Fahren Sie mal einkaufen. Wissen Sie, wie viel heute ein Laib Brot kostet? 500.000 Mark! 500.000 Mark! Die Menschen brauchen Schubkarren, um das Geld zu transportieren! Und er befürchtet, ich würde Unruhe stiften. Sagen Sie Herrn von Kahr, jetzt ist keine Zeit der Ruhe, sondern der Revolution. Gut. Naja, dann bin ich wohl jetzt dran. Ich weiß, dass sie das geärgert hat, das ist ja klar. Kommissar von K. handelt übereilt. Herr Hitler, Sie dürfen das nicht persönlich nehmen. Wir beide haben dieselben Ziele. Im Moment denkt von K., dass er sie nicht braucht. Sie müssen ihm zeigen, dass das ein Fehler ist. Dass sie das Volk hinter sich haben. Hm? Ich habe etwas für Sie. Ein Bericht von einem Redakteur namens Fritz Gerlich, der alles in allem sehr schmeichelhaft ist. Alle wichtigen Leute lesen seine Artikel und
Zufälligerweise schreibt er auch die Reden für Kommissar von K. Ich denke, Sie sollten ihn mal besuchen. Ich habe sie heute Morgen gebacken. Ich hoffe, dass sie Ihnen schmecken. Sie müssen sehr tapfer gewesen sein, Herr Hitler. Das Eiserne Kreuz ist nicht leicht verdient. Danke, Schatz. Ich habe Sie reden hören, Herr Hitler. Sehr überzeugend. Ich bin in vielen Dingen Ihrer Meinung. Wir brauchen politische Führung, eine starke Stimme, die uns leitet. Es muss jemand sein, der fähig ist zu handeln. Weg mit diesem Vertrag von Versailles. Keinen Pfennig für Reparationen. Kein Pfennig, ganz Ihrer Ansicht. Was tun Sie da? Ich finde, ein paar Notizen bei einem Interview sind immer hilfreich, wenn ich dann später versuche, ja? Das ist kein Interview. Wie kommen Sie auf diese Idee? Karl ist ein Narr. Ich weiß, Sie sind befreundet. Aber er muss sich klar machen, dass ich nicht der Feind bin. Er will sich gegen Berlin auflehnen? Nichts dagegen. Im Gegenteil. Ich wäre sofort dabei. Aber Sie haben grundlegend verschiedene Standpunkte und wollen beide führen. Führen? Ich erhebe keinen Anspruch auf Führung. Solange uns Karl einen Platz in seiner Regierung zusichert, mehr wollen wir nicht. Nur ein kleines Stück von dem Kuchen, sozusagen. Wissen Sie, wir brauchen Männer wie Sie. Ich habe einen Vorschlag. Schreiben Sie für uns. Für die Nationalsozialistische Partei? Ja. Ich schreibe keine Propaganda. Wer sagt denn was von Propaganda? Ich spreche von der Wahrheit. Wie sieht es denn aus? Immigranten, Juden. Sie stehen alles für, dass wir arbeiten. Die deutschen Juden. Welche Partei auch immer an die Macht kommt, wird sicherlich dafür... Wir sprechen über die Juden, ja. Das sind keine Bürger. Die haben keine Rechte. Sie behaupten, sie wären Nationalist. Und Sie wissen es nicht besser? Es gibt keine Kompromisse in der Judenfrage. Niemals. Er ist verrückt. Er ist krank. Er mag ein fesselnder Redner sein, aber persönlich, ich habe ihm in die Augen gesehen und das war furchterregend. Ich habe vor, ihn zum Schweigen zu bringen. Mit allem Respekt, Herr Generalstaatskommissar. Sie sollten ihn mit Vorsicht behandeln. Keine Angst, das werde ich. Ich weiß, wie man mit Adolf Hitler umgeht. Allein am letzten Wochenende gab es über 40 politische Morde. Die Roten erschlagen die SA-Leute und die SA prügelt auf die Roten ein. General von Losse und Oberst Seisser sind genauso besorgt wie ich selbst. Nun, wenn meine Partei in ihrer Regierung einen Platz bekommt, müssten wir uns vielleicht weniger gewaltsam Gehör verschaffen. Es ist meine Absicht, Ihnen genau das anzubieten. Sehen Sie, General Lossop und Oberst Seisser planen in einigen Wochen einen Putsch, einen Marsch auf Berlin, um die Regierung unter ihre Kontrolle zu bringen. Wie denken Sie über die Teilnahme an diesem Putsch? Ich bin bereit. Dann kann ich Ihnen nur raten, sich sehr zurückzuhalten. Halten Sie Ihre Reden, erwecken Sie den Eindruck völliger Normalität. Aber eines müssen Sie mir versprechen. Wenn Sie in irgendeiner Form an unserer Regierung teilhaben wollen, darf es von nun an keinerlei Gewalt mehr geben. Berlin darf nicht auf den Gedanken kommen, dass wir etwas gegen Sie planen. Sie haben meine volle Unterstützung. Halte deine Männer ruhig.
Das kann ich nicht. Aber natürlich. Du bist ihr Anführer. Sie hören auf dich. Ich bezahle sie dafür. Es ist keine Frage des Geldes, sondern des Prinzips. Sobald sich ein Roter irgendwo sehen lässt, fliegen die Fäuste. Es ist mir egal, wie du es erreichst. Nur halte die Männer ruhig. Er will nicht hören. Es gibt auch andere Wege. Wir brauchen eine Galionsfigur. Machen Sie es enger. Und, wie geht's Ihrem Vater, Hess? Sehr gut, General Ludendorff. Er lässt Sie grüßen. Wer ist das? Darf ich Ihnen Herrn Hitler vorstellen? Ich glaube, Sie sind sich schon einmal begegnet, auf einer Soiree bei Hauptmann Göring. Ach ja. Und, was kann ich für Sie tun? Nein, nein, das ist zu eng. Lassen Sie es aus. Exzellenz, Sie sind der heroische Führer der nationalistischen Rechten. Ich bin nur Ihr Sprecher. Nein, nein, mehr, ich kriege keine Luft. Ich bin hier, weil ich gerne mit Ihnen über einen Plan reden würde, den wir entwickelt haben und für den wir Euer Exzellenz gewinnen wollen. Mich gewinnen? Wofür? Wir wollen eine Änderung der Machtverhältnisse. Generalstaatskommissar von K. plant gemeinsam mit den Nationalsozialisten einen Marsch auf Berlin. Nun ja, schön für Sie. Diese Idioten im Reichstag haben eine Lektion verdient, also werft sie raus. Wir brauchen wieder echte Deutsche an der Spitze des Staates, so wie damals Bismarck. Ich kannte ihn, wissen Sie? Mein Gott, das war ein Mann. Also, wie ist Ihr Plan? Und können Sie noch ausführen? Ich lasse mich ungern zum Gespött machen. Exzellenz, wir sind überzeugt davon, dass wir Erfolg haben. Ja. Übrigens spreche ich nächste Woche im Zirkus Krone. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie mein Gast sein könnten. Viele Jahre hindurch, meine Freunde, war ich wie ein Gefangener, mit verbundenen Augen, bekam ich Schläge aus allen Richtungen. Womit hatte ich eine solche Behandlung verdient? Ich wusste nicht einmal, wer mein Feind war. Ein unschuldiges Opfer von Habgier und von Hass und von Falschheit. In den letzten Jahren haben wir alle derartiges erlitten. Deutschland mehr als alle anderen. Warum sollten wir noch länger die Finsternis ertragen? Es war der Wendepunkt in meinem Leben, als man mir die Binde von den Augen riss. Und ich sah meinen Feind, unseren Feind, den Juden. Wir erkennen ihn. Wir erkennen ihn. Niemand verlässt den Saal. Hier geblieben. Wir sehen, wie sein Filz und seine Habgier die Herzen dieses großen Landes bluten lassen. Wir müssen dieses Ungeziefer zerquetschen. Wir müssen unser Volk von dieser Seuche befreien. Was wir heute reden, wird bald vergessen sein. Aber was wir tun, wird weiterleben für tausend, tausend Jahre. Was ist passiert? Nassau sagt, es dauert wenigstens noch 2 Wochen, bevor sie etwas tun können. Seisser war in Berlin. Irgendein wichtiges Treffen. Von K. hat mich nicht empfangen. In den nächsten 2 Tagen will er in einem Bierkeller mit allen politischen Gruppierungen des rechten Flügels reden. Mit allen. Außer mit ihnen. Der alte Fuchs hat sie überlistet. Er hat tatsächlich vor, eine Koalition mit den rechten Parteien einzugehen und eine neue Regierung zu bilden, aber ohne sie. Er hat sie nur mit einbezogen, um sie ruhig zu stellen. Dann machen wir es eben ohne ihn. Wir mobilisieren München und marschieren nach Berlin. Das Volk steht hinter uns. Hören Sie? Es ist soweit. Unsere Zeit ist gekommen. Thank you.
Ich gehe zu K. in den Bürgerbräukeller. Röhm und seine Männer warten hier. Wir umstellen die Kaserne und greifen an. Sobald die Lage geklärt ist, gebe ich Röhm telefonisch das Kommando. Die Hälfte meiner Männer kappt die Leitungen in der Telefonvermittlung. Der Rest von uns sorgt für die Sicherung der Kasernen. Ich möchte keinerlei Meldungen aus München, bevor ich es sage. Meine Herren, ich weiß, diese Worte werden oft gesagt und tief empfunden, aber noch nie so tief wie heute. Mögen Gott und das deutsche Volk mit uns sein. Wir beide sind Brüder. Gemeinsam werden wir Geschichte schreiben. Ihren Ausweis bitte. Ich habe kaum geschlafen, immer noch an der Rede gefeilt. Er wird immer populärer werden, wenn man den Leuten nicht die Wahrheit sagt. Keine Angst, das werden wir. Heute Abend vereinen wir die anderen Parteien. Dann ist Schluss mit Adolf Hitler. Der Zirkus herrscht, der Weltquatsch ist beendigt. Vor dem Dompteure bebt die Kreatur. Wir zeigen euch die beste Mensch gewendigt. Zum ersten Mal ein Wunder der Dressur. Es riecht nach Wildnis, hört ihr, wie sie kreischen? Ihr Wiebelagär und immer feste Druck. Die lieben Tierchen möchten sich zerfleischen, doch zittern sie vor meinem Peitschenschnupp. Sie knurren Gewalt. Meine Herren, die Geschichte hat uns an den Rand des Chaos geführt. Und nun stehen wir vor der Wahl. Das Tier ward Mensch, der Mensch ward Tier. Wer fraßend rischt, den dreschen wir. Oder uns mit Entschlossenheit und Vertrauen auf Gottes Hilfe. Die Haare, Fanfare. Die nationale Revolution ist ausgebrochen! Das Gebäude ist umstellt. Keiner verlässt den Saal. Bei Widerstand wird geschossen. Nach hinten. Nach hinten. Bewahren Sie Ruhe. Bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Wir haben das Gebäude umstellt. Holen Sie Ludendorff. Es tut mir leid, Sie so zu überraschen, aber Sie sind ja durchaus ein Freund von Intrigen, oder? Ich bilde eine provisorische Reichsregierung. Die Polizeikräfte unterstehen mir, General Ludendorff übernimmt die Armee. Und ich habe einen Posten für jeden von Ihnen. Ich rechne mit Ihrer Unterstützung. Sie scheinen das gut geplant zu haben. Aber wo ist General Ludendorff? Wenn er auf Ihrer Seite steht, wie Sie sagen, wieso ist er dann nicht hier? So hat es der kleine Mann wirklich durchgezogen. Einen Moment. Bleiben Sie ruhig! Haben Sie Geduld, bis wir die Absperrung aufheben? Er kommt ein bisschen spät. Zufrieden sein, Sie haben ja Ihr Bier. Was ist da nur los? Sind Sie sicher, dass er kommt? Halten Sie den Mund! Bitte bewahren Sie Ruhe! Haltet die Klappe! Setzen Sie sich hin! Ruhe! Er ist da. Ihre Führung steht auf unserer Seite! Werden Sie ihr folgen? Stellen Sie sich alle hinter uns! Heute Abend hat die deutsche Revolution begonnen! Ja. Gut.
Vorwärts, vorwärts! Halt! Fahren Sie los! Vorwärts! Eine bewaffnete Gruppe marschiert in Richtung Kap. Abteilung 1! An der Kreuzung rechts! Ihr Gewissen. Ach, Gewissen. Eine jüdische Erfindung. Gewissen. Würden Sie gestatten, dass wir unsere Frauen verständigen, Herr General? Sie machen sich Sorgen. Ja, natürlich. Natürlich. Dürfen wir unsere Frauen nicht beunruhigen. Einsatz bewaffneter Kräfte. Sofort. Was hat das zu bedeuten? Es sind zu viele. Irgendjemand muss sie gewarnt haben. Was tun Sie denn hier? Wo ist K. und die anderen? Ich habe sie gehen lassen. Ihre Frauen machen sich Sorgen. Das geht schon in Ordnung. Ich habe ihr Wort, dass sie niemandem etwas sagen. Großer Gott! Folgen Sie mir! Los, wir gehen auf die Straße! Vorwärts! Wir marschieren zum Kriegsministerium. Neulich Abend waren 8000 Leute im Zirkus Krone. Wenn die erfahren, was passiert ist, werden sie sich uns anschließen. Helene, ich bin's. Ich muss verschwinden. Es ist alles schiefgegangen. Lass niemanden ins Haus. Nimm die Kinder und geh zu deiner Mutter. Ernst, was ist passiert? Ich ruf dich dort an. Frieda! Frieda! Ich weiß, wo wir sicher sind. Vorne rechts. Frieda, hören Sie auf. Sie machen den Kindern ja Angst. Gehen Sie an die Tür. Los, bitte, Frieda. Mit mir!
Sie auf! Können Sie nicht gehen? Können Sie schon. Vorwärts! Herr Hitler? Genau das ist es. Genau das wollen Sie erreichen. Genau das wollen die. Er ist in einem Hungerstreik. Wenn er nicht aussagt oder noch schlimmer, wenn er stirbt, werden Sie hinter allen her sein. Dann sind wir auch dran. Jetzt übertreib nicht. Jemand muss Verantwortung für den Putsch übernehmen. Es war nun mal Hochverrat. Auf seine Männer hört er nicht mehr. Er mag dich. Es geht nur darum, dass du ihm hilfst, sein Selbstvertrauen wiederzufinden. Nein! Helene, unser Leben, unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Die habe ich selbst gebacken. Sie dürfen nicht aufgeben. Zu viele Menschen setzen ihre Hoffnung in Sie. Sie auch? Ich habe Sie gesehen und gewusst. Das ist ein außergewöhnlicher Mann. Fahren wir fort. General Ludendorff. Die Anklage gegen Sie lautet auf Hochverrat. Bekennen Sie sich schuldig oder nicht schuldig? Nicht schuldig. Adolf Hitler. Bekennen Sie sich des Hochverrates schuldig? Oder nicht schuldig? Schuldig. Sind Sie deutscher Staatsbürger? Sprechen Sie von einem Stück Papier oder von dem Blut, das durch meine Adern fließt? Beantworten Sie die Frage. Nein. Im vergangenen November haben Sie einen Putschversuch gegen Bayern und das Deutsche Reich angeführt. Sie haben Generalstaatskommissar von Kahr, General Lossow und Oberst Seisser genötigt und bedroht. Man hat sie des Hochverrates beschuldigt und zum Staatsfeind erklärt. Wenn ein Dieb ihnen Geld stiehlt und sie holen es sich wieder, macht sie das auch zu einem Dieb?
kann man es sehen? 1918 wurden wir von den Novemberverbrechern verraten. Die behaupteten, die Lenker unseres Staates zu sein. Sie beendeten den Krieg, unterzeichneten den Vertrag von Versailles. Und das war Hochverrat. Er soll hier verhört werden und keine Reden halten. Ich habe doch nur das zurückgeholt, was uns vor 5 Jahren gestohlen wurde. Nämlich das Recht. Das Recht, uns gegen die Beschlüsse eines unfähigen Parlamentes zu wehren. Ich habe keine Gewalt angewandt. Es gab keine Gewalt. Ich hatte die Unterstützung von Generalstabskommissar von Kahr. Warum steht er nicht vor Gericht? Wenn mich irgendeine Schuld trifft, dann bin ich schuldig, für die Rechte des deutschen Volkes gekämpft zu haben. Ist er nicht großartig? Fritz, bitte. Was ist denn? Kannst du bitte... Oh, Fritz. Die Tür aufmachen. Was ist los? Ich war heute vollkommen davon überzeugt, dass der Spuk vorbei ist. Dass man ihn entlarvt, dass alle erkennen, dass der Mann krank ist. Aber sie haben ihm zugejubelt. Hitler ist im Gerichtssaal aufgestanden und hat behauptet, er wolle dem Volk sein Reich wiedergeben. Und die Menschen glauben ihm. Sogar der Richter war beeindruckt. Er berechnet uns. Wie meinst du das? Die Menschen. Sieh ihn dir an. Er hat nichts Menschliches. Er hat die Menschen studiert, um wie ein Mensch zu wirken. Und da hat er unsere Ängste erkannt, unsere Hassgefühle. Und jetzt laufen wir dem Ungeheuer nach, statt vor ihm wegzulaufen. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Das hast du doch damals gesagt, weißt du nicht mehr? Als sich die Betrunkenen in den Bierkellern mit Maßkrügen beworfen haben. Ich habe dir prophezeit, dass es kein gutes Ende nimmt. Und jetzt? Gehen wir rein. Ich mache uns was zu essen. Wofür? Anhalten! Die Pressen anhalten! Pressen anhalten! Alles anhalten! Wir drucken eine neue Titelseite! Bitte, hört mal her! Es gibt einen neuen Aufmacher! Am Abend des Putsches sprach Kommissar von K. von einer Initiative, die das Land umkrempeln würde, wenn man auf ihn hören würde. Ich weiß das, weil ich die Rede geschrieben habe. Heute Abend sind wir die Stimme der Vernunft. Hören Sie zu. Die Geschichte hat uns an den Rand des Chaos geführt und nun haben wir die Wahl, uns entweder in den Abgrund zu stürzen oder uns mit Entschlossenheit und Vertrauen auf Gottes Hilfe auf die andere Seite zu stellen. Ich fordere Freiheit. Der Abgrund ist die Partei der Nationalsozialisten. Eine Partei der Intoleranz und des Hasses, falscher Visionen und trügerischer Hoffnung. Eine Schlangengrube voller Wahn und erbärmlicher Lügen. Sie sind es, die aufgehängt gehören! Er ist ein Agitator, der darauf setzt, dass wir uns mehr von unseren Ängsten als von unserer Vernunft leiten lassen. Das Dümmste, was wir tun können, das absolut Dümmste, ist nichts zu tun. Also dann, an die Arbeit! Verräter! General Ludendorff, das Gericht befindet Sie für nicht schuldig und entlässt Sie aus der Haft. Herr Hitler, das Gericht erkennt Sie für schuldig des Hochverrates im Sinne der Anklage. Und
verurteilt sie zu einer Geldstrafe von 200 Goldmark und 5 Jahren Haft in der Festung Landsberg. Mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Haftentlassung nach frühestens 9 Monaten. Hier entlang, bitte, Herr Hitler. Auf dem Hof unten können Sie sich sportlich ertüchtigen. Und Sie dürfen so viele Besucher empfangen, wie Sie wünschen. Herr Hess ist gleich nebenan untergebracht und steht Ihnen während Ihres Aufenthalts hier als Ihr Sekretär zur Verfügung. Wenn wir irgendwas für Sie tun können, sagen Sie uns Bescheid. Stimmt was nicht? Sie welken. Tun Sie sie weg, ich mag keine sterbenden Dinge um mich. Jawohl. Und wenn ich das sagen darf, Herr Hitler, es ist mir eine Ehre, Sie zu betreuen. Willkommen, mein Führer. Danke, Hess. Hübsch hier, nicht? Es fehlen nur 2 Dinge, Zuhörer und Einkommen. Vielleicht schreibe ich doch noch ein Buch. Wie finden Sie das? Eine ausgezeichnete Idee. Gut. Dann fehlt nur noch ein Verleger. Ich habe nachgedacht. Jetzt, wo Hitler in Haft ist, hat sich hier viel verändert. Warum fahren wir nicht nach Amerika? Schatz, sie ist krank. Es gibt dort gute Ärzte. Vielleicht bessere als hier. Sie wird wieder gesund. Von nun an, das verspreche ich, geht meine Familie über alles. Herr Hanfstengel? Ein Anruf aus dem Gefängnis in Landsberg. Es ist schön in Österreich zu dieser Jahreszeit. Ich hatte Glück, dass ich nicht gefasst wurde. Ich dachte, ich könnte von draußen besser helfen, falls... Ja, sehr klug überlegt von Ihnen. Deshalb habe ich Ihre Frau in der letzten Zeit auch häufiger gesehen als Sie. Ja, sie bewundert Sie sehr. Sie tun das nicht? Ich auch, aber ja. Ich tue alles für Ihre... unsere Sache. Ich schreibe meine Memoiren. 4,5 Jahre gegen Dummheit, Verlogenheit und Feigheit. Wirkungsvoller Titel, finden Sie nicht? Ja, sehr gut. Vielleicht sollten Sie ihn noch etwas kürzen. Sehen Sie? Sie verstehen was von solchen Sachen. Und deshalb möchte ich, dass Sie das Buch verlegen. Aber, Herr Hitler, meine Familie verlegt Kunstbücher. Außerdem fahren ich und Helene mit den Kindern nach Amerika. Das tun Sie nicht. Ich bin es leid, dass Sie mich dauernd im Stich lassen. Meine Tochter ist sehr krank. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich habe Ihren Namen rausgehalten. Es wäre ein harter Schlag für Ihre Familie, wenn Sie auf einmal im Gefängnis landen würden. Sie bleiben hier und helfen mir bei meinem Buch. Nachdem Sie nun verhindert sind, fehlt der Partei die Hand, die Sie führt. Und nachdem mein Name so eng mit dir verbunden ist, fühle ich mich verpflichtet, mich dieser Aufgabe zu stellen. Röhm ist von dieser Idee sehr angetan. Er meint, mein Ruf und mein Einfluss ermöglichen ihm den Wiederaufbau seiner Armee. Unter Umständen kandidiere ich sogar für das Amt des Reichspräsidenten. Das bedeutet, wir haben auf jeden Fall einen Platz für Sie, wenn Sie zurückkommen. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen.
Nehmen Sie einen Brief auf Hess. An die Parteileitung. Hiermit ziehe ich mich aus der Politik zurück. Ich will mit der Partei nichts mehr zu tun haben. Ich muss mein Buch schreiben. Aber ohne sie ist die Partei am Ende. Genau. Als glückliche Bestimmung gilt es mir heute, dass das Schicksal mir zum Geburtsort gerade Braunau am Inn zuwies. In diesem Innstädtchen, bayerisch dem Blut, österreichisch dem Staate nach, wohnten meine Eltern. Mein Vater ein Beamter, nein, schreiben Sie pflichtgetreuer Staatsbeamter. Die Mutter uns Kindern in ewig gleicher liebevoller Sorge zugetan. Als ich einmal so durch die innere Stadt strich, stieß ich plötzlich auf eine Erscheinung in langem Kaftan mit schwarzen Locken. Ist dies auch ein Jude? War mein erster Gedanke. Und dann wandelte sich in meinem Gehirn die erste Frage zu einer anderen Fassung. Ist dies auch ein Deutscher? Sie sind stark. Stärker als wir. Wir brauchen mehr Raum, um zu leben, zu wachsen, uns zu ernähren. Deutschland wird entweder judenfrei sein oder es wird kein Deutschland geben. Wir brauchen einen Führer. Einen Mann mit großem Weitblick. Einen Mann mit dem Mut, die Knochen seiner Feinde zu zermalmen. Und er lebt. Er lebt heute. Und er wird sein Volk zum Sieg führen. Es war mir eine Ehre, mein Führer. Das Fieber ist gesunken. Sie ist endlich eingeschlafen. Gott sei Dank. Darf ich es aufmachen? Ja, mein Schatz, pack es aus. Es ist für dich. Was ist da drin? Mach es auf. Siehst du? Lauter Tiere. Ein Zoo, ein Nashorn, ein Löwe, ein Tiger, eine Giraffe. Genau wie ich es mir gewünscht habe. Egon! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Ich habe ein Geschenk für dich. Pack es aus! Hanfstengel, Helene, Sie sehen wie immer bezaubernd aus. Herr Hitler, was für eine Überraschung. Muss man im Gefängnis Steine klopfen? Nein, bei uns nicht. Aber ich habe etwas getan, was noch viel schwieriger ist, Egon. Danke. Ich habe ein Buch geschrieben. Papa, verlegst du es? Nein, ich fürchte, das geht nicht. Wir verlegen nur Kunstbücher. Sind denn da keine Bilder drin? Nein, nein, keine Bilder. Aber es wird sich gut verkaufen. Und wer immer es verlegt, wird eine Menge Geld verdienen. Herr Hitler, wenn wir über Geschäfte oder Politik reden wollen, nein, aber nein. Es ist Weihnachten. Deshalb bin ich nicht gekommen. Mami! Entschuldigen Sie bitte, Herr Hitler. Unsere Tochter hat Fieber. Sie hat uns die ganze Nacht wachgehalten. Oh, lass nur. Ich sehe nach ihr. Bleib du hier. Ist sie sehr krank? Ja. Wir wissen... Wir wissen nicht, was ihr fehlt. Helene. Ich... Die ganze Zeit im Gefängnis habe ich nachgedacht. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Sie haben mich daran gehindert, mich zu erschießen. Herr Hitler! Nein, bitte. Nein, nein, bitte. Ich habe noch niemals eine Frau so bewundert, wie ich sie bewundere. So tapfer. So schön. Sie sind die perfekte Frau. Gattin.
und Mutter. Danke. Sie verlangt nach ihrer Mutter. Nein, sie trinken ja nicht. Richtig. Also, wie steht's? Was haben Sie vor? Es ist doch klar, ein Fuchs zieht es immer wieder in den Hühnerstall zurück. Auch wenn er was anderes verspricht. Sie sind Verleger. Sie gelten zumindest als einer. Sie glauben doch bestimmt nicht alles, was Sie lesen. Wenn meine Pläne ausgereift sind, werden Sie es als Erste erfahren. Bis dahin fahre ich aufs Land. Frohe Weihnachten. Angela. Oh, schön, dich zu sehen. Es ist ja so lange her. Mhm. Alle Leute in Linz sprechen von dir. Und ich bin auf einmal die berühmte Halbschwester. Deine Mutter wäre ja so stolz auf dich gewesen. Schön, dass du da bist. Oh, also das ist das Haus. Das schaffe ich ja leicht. Apropos stolze Mütter. Heli hat sich ziemlich verändert, seit du sie zuletzt gesehen hast. Oh, Onkel Doll, vielen Dank, dass du uns hierher geholt hast. Es ist mir eine Freude. Es ist sehr wichtig, dass die Familie zusammenhält. Nicht wahr? Ja. Ich fühle mich geehrt, dass Sie mir anbieten, Ihr Buch zu verlegen, Herr Hitler. Vorsicht! Es wird großen Eindruck auf die Leute machen. Nur ein Kriegsveteran wie Sie versteht, was diese spießigen Verleger nicht verstehen. Aber ich muss Sie warnen. Erwarten Sie anfangs keine zu hohen Verkaufszahlen. Die Wirtschaftslage ist zu gut. Die Demokratie scheint zu funktionieren. Das ändert sich bald. Das kann ich Ihnen versichern. Unser armes Land wird erst noch lernen müssen, Not zu ertragen. Es ist unübersehbar, Herr Hitler, wie gut Ihnen die Bergluft hier tut. Ganz zu schweigen von gewissen anderen Attraktionen. Was meinen Sie damit? Die schönen Ausblicke, den See. Mein Führer, es gibt neue Meldungen aus München. Die Partei will unbedingt wissen, wen sie bei der Wahl des Reichspräsidenten unterstützen. Hindenburg oder Ludendorff? Ludendorff natürlich. Wen sonst? Man rechnet nicht damit, dass er gewinnt. Es sieht im Gegenteil nach einer schweren Niederlage für ihn aus. Ein Grund mehr, ihm zu helfen. Gilly! Danke. Oh, Onkel Dolf, ich könnte mich ewig mit dir hier oben verstecken. Es ist so schön hier. Verstecken? Ich verstecke mich nicht. Aber die Leute kommen immer her, um dich zu besuchen. Warum fährst du nie zu ihnen in die Stadt? Die Zeichnung wird dir gefallen. Sie ist hübsch. Warst du schon einmal in München? Ich war immer nur in Linz. Vielleicht nehme ich dich mal mit. Wirklich? Oh, das wäre toll! Ich sagte vielleicht.
Ab mit dir. Halt! Moment. Alles in Ordnung? Ja, nichts passiert. Ich werde wohl noch ein bisschen üben müssen. Komm mit. Komm näher. Komm. Komm her. Geh in einem Kreis um mich rum. So? Ja. Schneller. 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 Ja, Stopp! Schwarzhaarige Judenjunge lauert stundenlang, satanische Freude in seinem Gesicht, auf das ahnungslose Mädchen, das er mit seinem Blut schändet und damit seinem des Mädchens Volke raubt. Paranoides Gefasel, Fritz, paranoides Gefasel, den nimmt doch kein Mensch mehr ernst. Ich bitte Sie, Sie schreiben und schreiben über ihn, aber niemand kauft unsere Zeitung. Er ist Schnee von gestern, der Mann interessiert unsere Leser nicht mehr. Wir müssen dafür sorgen, dass er sie interessiert. Sehen Sie, er schreibt, dass die Juden die Weltherrschaft anstreben würden und dass wir uns rücksichtslos wehren müssen. Es ist für ihn ein Krieg. Das ist doch lächerlich. Es gibt über 500.000 Juden in diesem Land, in allen Schichten und Berufen. Manche unserer angesehensten Bürger sind Juden. Wie kann man gegen sie Krieg führen wollen? Lesen Sie das Buch. Lesen Sie es selbst. Das habe ich. Und nun hören Sie mal zu. Sie können nicht ewig die Titelseiten mit einem Mann füllen, der vielleicht 5.000 Bücher verkauft hat. Als Ihr Freund respektiere ich Ihre Überzeugung. Aber als Verlagsleiter muss ich Sie warnen. Sie kosten uns Geld. Sie müssen sich entscheiden, Fritz. Wollen Sie weiterhin für unser Blatt schreiben oder nicht? Das wissen Sie genau. Dann muss eines klar sein. Nichts mehr über Hitler. Wann kommst du zurück? Ich kann im Augenblick unmöglich wieder nach München. Ach, ich meine auch nicht nach München. Ich meine in die Partei. Je länger du wartest, desto schwieriger wird die Rückkehr. Die Unentschlossenheit in München führt dazu, dass der Norden beginnt, Druck zu machen. Ah, Herr Strasser. Ja, Strasser. Aber daneben ist auch noch ein junger Mann. Ehrgeizig. Ein hervorragender Redner. Und er fordert die Partei auf, sich endgültig und gänzlich von dir zu trennen. Wer ist der Mann? Ein Josef Goebbels. Gehst du wieder in die Politik? Ich muss es wissen. Weißt du, was mir fehlt? Jemand, dem ich vertrauen kann. Es überrascht mich nicht, dass wir verloren haben. Eine politische Partei braucht eine straffe Führung und die haben wir nicht.
Machen Sie einen Termin in München. In 3 Tagen mit allen Parteileitern. In 3 Tagen? Ich glaube, dass das für die Leute aus dem Norden zu kurzfristig sein wird. Sie haben recht, Sie haben recht. Sagen wir in 2 Tagen. Angela, pack die Sachen deiner Tochter. Geli, kommt mit in die Stadt. Sagen wir es mal so, wenn meine Niederlage die Partei gezwungen hat, sie aus dem Privatleben zurückzurufen, war es das wert. Wir beide zusammen können unsere zerschlagene Armee wieder aufbauen. Entschuldigen Sie bitte. Sie sollten sich bei allen entschuldigen. Ihretwegen stecken wir in diese Misere. Ihretwegen ist der Putsch gescheitert. Sie kommen zu spät. Sie lassen von Karl laufen, sodass er die Regierungstruppen rufen kann. Und jetzt dieser erfolglose, um nicht zu sagen, lachhafte Wahlkampf. So hat in meinem ganzen Leben doch niemand mit mir gesprochen. Wenn es jemand getan hätte, wäre uns diese Peinlichkeit vielleicht erspart geblieben. Halten Sie an. Halten Sie an! Sie sollen anhalten! Sie werden uns also für den Wiederaufbau der Partei nicht zur Verfügung stehen, wie ich das bedauere. Gregor Strasser. Schön, Sie zu sehen. Ich freue mich, dass Berlin Sie so kurzfristig entbehren konnte. Wussten Sie, dass Ihre Agitation meine vorzeitige Entlassung gefährdet hat? Das war nicht beabsichtigt, mein Führer. Natürlich nicht. Kennen Sie meine Nichte? Es ist mir eine Ehre. Und Sie müssen Herr Goebbels sein. Der junge Mann, der mich so unbedingt aus der Partei entfernen will. Kümmern Sie sich um Sie, Hess. Jawohl. Ich hatte gehofft, die Berichte über Ihre Querelen seien übertrieben. Nehmen Sie Platz. Wo ist Ludendorff? Er fühlt sich nicht wohl. Schön, dass sonst alle gekommen sind. Es geht heute um die Neuorganisation der Partei. Unter meiner Führung, meine Herren. Ich erwarte Ihre volle Unterstützung. Wir müssen auf legale Weise in die Regierung kommen. Dann nehmen wir sie auseinander. Das heißt aber zunächst, die Wahlen zu gewinnen. Die Straßenkämpfe gehören der Vergangenheit an. Und das bedeutet? Die SA wird an die Kandare gelegt. Sie kann singen, marschieren, Fahnen tragen, aber sie muss Ruhe bewahren, bis ich etwas anderes anordne. Wir sind kein Sonntagsschützenverein, Adolf. Wir sind eine Miliz. Nicht mehr. Meine persönliche Sicherheit liegt ab heute in den Händen der SS. Deine Männer vermitteln den falschen Eindruck. Eindrücke sind mir verdammt egal. Aber ohne die SA, ohne uns, ohne unsere Treue. Das Rad der Geschichte hat sich gedreht. Der Plan hat sich geändert. Das höre ich mit Bedauern. Möchte sonst noch jemand gehen? Während meiner Abwesenheit gab es hier Streit, Zank und alles Mögliche, nur keinerlei Fortschritt. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, Ihnen die Verantwortung für die Führung abzunehmen. Von nun an werde ich die Interessen der Bewegung allein vertreten. Sollte ich scheitern, werde ich zurücktreten. Aber ich werde nicht scheitern. Es ist ein Kampf, in dem es nur 2 Möglichkeiten gibt. Entweder marschiert der Feind über unsere Leichen oder wir über seine. Sollte ich fallen, wickelt meine Leiche in die Hakenkreuzfahne. Sieg Heil! Sieg Heil! Guten Abend, gnädige Frau.
Wie geht es Ihnen? Ich freue mich, Sie endlich wieder mal lächeln zu sehen. Das leuchtet mir nicht ein. Ich frage Sie, warum soll ich für jemand anderen den Wahlkampf führen? Sie können nicht Präsident werden, mein Führer, solange Sie nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und um die zu bekommen, brauchen Sie gute Freunde im Reichstag. Diese Leute hier wollen in Sie investieren, nicht in die Partei. Sie sind zu einer Symbolfigur geworden. Entschuldigen Sie. Alles in Ordnung? Aber ja. Ich habe von Ihrem schrecklichen Verlust gehört. Sie war ein wundervolles Kind. Diese Gesellschaft ist eine willkommene Abwechslung. Sie bringt mich auf andere Gedanken. Die schlimmen Tage sind die, an denen nichts zu tun ist. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Herr Hanfstengel, wo haben Sie Ihre musikalische Ausbildung genossen? Herr Weidmann ist uns beim Erwerb eines Gebäudes behilflich, in der Innenstadt. Bei Ihrem vielgerühmten Talent als Gastgeberin könnten Sie ihn vielleicht bei der Beschaffung von Spendengeldern unterstützen. Es wäre mir eine Ehre. Ja? Ja, gern, danke. Gut. Oh, Gott sei Dank sind Sie da. Ich habe da drin kaum noch Luft gekriegt. Wollen Sie eine? Eigentlich schon, aber er würde schimpfen. Ihr Onkel ist ein guter Mensch. Er will Sie behüten. Das ist doch nett. Er sperrt mich ein. Er kann manchmal so eigenartig sein. Und das wird das Büro unseres Führers. Prächtig, geräumig, die Sonne strahlt herein. Auf ihn. Ich möchte Sie um Ihre Unterstützung bitten. Wir stehen am Beginn unseres Wahlkampfes und es geht um die Sitze im Reichstag. Doch bevor wir die Nation erneuern können, müssen wir zunächst unsere Partei erneuern. Und wo können wir das besser als hier? Das war wunderbar. Als hättest du nie was anderes getan. Ich bin stolz auf dich. Danke. Lass uns das feiern. Nur wir beide. Gehen wir ins Kabarett. Oh, Schatz, ich glaube nicht, dass das Kabarett jetzt der richtige Ort zum Feiern wäre, oder? Außerdem habe ich noch so viel zu tun. Klar, natürlich. Ob es regnet, ob es hagelt, ob es schneit oder ob es blitzt. Friedrich, wie geht's dir? Was machst du hier? Ich trinke einen. Besuche einen alten Freund. Ich habe einen Nebenbuhler. Ich suche Trost. Trost? Kaum zu glauben. Mal sehen, du warst nicht in der Synagoge, die die SA gestern Nacht überfallen hat. Ist das ein Trost? Die bringen Menschen um Ernst. Geh nach Hause. Wir bedienen deinesgleichen nicht mehr. Und sind dran schuld. Und glaubst du's nicht, sind sie dran schuld. An allem allen sind die Juden schuld. An allem sind die Juden schuld. Die Juden sind an allem schuld. Wieso, warum sind sie dran schuld? Kind, das verstehst du nicht, sie sind dran schuld. Und sie mich auch, sie sind dran schuld. Die Juden sind, sie sind und sind dran schuld. Und glaubst du's nicht, sind sie dran schuld. An allem, allem sind die Juden schuld. Thank you.
Das ist dein neues Zimmer. Du kannst es einrichten, wie du willst. Du wirst hier viel Zeit verbringen. Wenn wir nicht zusammen sind, werden dich die Leibwächter ständig und überall hin begleiten. Wir leben in einer gefährlichen Welt, Gilly. Und ich bin dein Beschützer. Da! Ist doch alles nichts mehr wert! Weiter geht! Raus! Raus! Man kauft nicht bei Juden! Es ist absurd. Die SA ist pleite. Hungrig, bereit, sich mit jedem zu schlagen. Und ich darf nicht darüber schreiben. Weil sich Hitler nicht verkaufen lässt. Was lässt sich verkaufen? Klatsch. Sieh dir die Titelseite an. Bayerisches Bauernmädchen hat religiöse Visionen. Das war uns in den letzten Tagen 10 Extrablätter wert. Sie macht den Menschen Hoffnung. Das tut Hitler auch. Die Menschen wollen die Wahrheit nicht hören. Sie wollen sich nicht deprimieren lassen. Sie wollen nichts von Zuständen wissen, gegen die sie vielleicht was tun müssen. Als wären plötzlich alle dumm und blind. Was um alles in der Welt ist mit dir los? Was? Seit wann hast du nur noch Verachtung für die Menschen übrig? Sprich nicht so laut. Jemand muss was sagen. Du bist so mit diesem Hitler beschäftigt, dass du ihm immer ähnlicher wirst. Du bist ja schon langsam nicht mehr du selbst. So geht das nicht weiter. Entweder du gehst jetzt vorwärts oder wieder zurück. Aber du musst dich entscheiden. Wenn ich den Schritt nach vorn tue, werfen sie mich raus. Und wenn sie mich rauswerfen... Die einzige andere Möglichkeit wäre, zu schweigen und sich rauszuhalten. Aber dafür kenne ich dich zu gut. Die Oppositionsblätter ergehen sich in Andeutungen über ihre Beziehung zu ihrer Nichte. Diese Juden ziehen jeden in den Schmutz, in dem sie sich selbst suhlen. Aber es sind nicht nur sie. Mittlerweile fangen auch die Leute hinter Partei an. Sie ist meine Nichte, Herrgott nochmal! Kann man nicht mal zusammen in die Oper gehen? Ich habe noch kein Foto von Ihnen gesehen, das uns Ihre Augen zeigt. Es wäre doch schade, wenn diese Kraft nicht zur Geltung käme. Wie heißen Sie? Eva. Eva Braun. Eva? Sie haben eine sehr hübsche Nichte. Ja. Wenn ihr euch wiederseht, lasse ich ihn töten. Oh, bitte. Ich möchte heim. Ich möchte nicht mehr hier bleiben. Sag das nicht. Doch, ich will weg hier. Ich halte das alles hier nicht mehr aus. Ich darf überhaupt nichts. Ich habe keine Freunde. Du lässt mich keinen Schritt allein tun. Ich habe genug von deinen Reden. Genug von deiner Gesellschaft. Genug von dir. Jetzt hör mal zu! Du bist anders als die anderen. Du bist lieb. Lieb und unschuldig. Und du kannst dir nicht vorstellen, was solche Männer wollen. Aber dein Onkel Dolf ist hier, um dich zu beschützen. Ich werde dich nie wieder mit einem solchen Mann allein lassen. Nicht wahr? Sechseinhalb Millionen Stimmen, 107 Sitze.
Wir sind die zweitstärkste Partei im Reichstag. Herr Goebbels, ohne Sie hätte ich das nie geschafft. Sind Sie bereit, mein neuer Propagandabeauftragter zu werden? Es wäre mir eine Ehre, mein Führer. Hanfstengel, Ihre Frau meint, Sie würden mein Angebot nicht ausschlagen. Ich hätte Sie gern als Auslandspressechef. Danke, Herr Hitler. Entschuldigen Sie, mein Führer. Fräulein Gehli hat draußen versucht, in ein Taxi zu steigen. Sie hat dem Fahrer gesagt, er solle sie zum Bahnhof fahren. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Du darfst sowas nie, niemals, niemals wieder versuchen. Hast du das verstanden? Jetzt hör zu. Ja, hör zu. Ich hatte mal eine Hündin, die war wie du. Sie wollte einfach nicht einsehen, wer ihr Herr war. Sie ist immer wieder weggelaufen. Ich habe sie eingesperrt. Sie ist ausgebrochen. Ich habe sie geschlagen. Sie hat versucht, mich zu beißen. Ich habe sie an die Kette gelegt. Sie hat sich selbst erwürgt. Sie war dumm, Geli. Sei nicht dumm. Fahren Sie sie heim. Hallo? Was ist? Adi, so können wir es nicht lassen. Das ist nicht richtig. Und ich könnte es nicht ertragen. Du kannst es nicht ertragen. Was ist mit mir? Mit mir? Es war meine Pistole. Nur das ist mir geblieben. Hier wird nichts verändert. Aber Adi... Mein Gott! Versteh doch. Alles, was ich tue, wird mit dem Maßstab der Geschichte gemessen. Alles.
Ihre Staatsbürgerschaft. Ihre neue deutsche Staatsbürgerschaft. Gott sei Dank hat Ihre Familie Ihren Namen geändert. Sonst müssten wir alle sagen, Heil Schickelgruber. Auf unseren nächsten Reichspräsidenten. Ich finde es großartig. Sie wirken darauf mutig und stark und entschlossen. Danke, Fräulein Braun. So sehe ich das auch. Heil Hitler! Heil Hitler! Adolf Hitler ist deutscher Staatsbürger geworden und stellt sich der Wahl zum Reichspräsidenten. Mit seinen Deutschlandflügen schreibt er Geschichte. Seine Botschaft ist laut und unüberhörbar. Eine Stimme für den Führer ist eine Stimme für die Zukunft. Der Führer, da! Heil Hitler! Yeah! Lohengrin ist unser Idol und die Musik Wagners unsere Inspiration. Wir werden die Profiteure aufhängen, die Kommunisten zerschlagen. Das deutsche Volk steht hinter uns. Der Führer will jetzt Präsident werden und wir wollen es ihm schwer machen. Sepp, nehmen Sie sich seine Finanzpraktiken vor und machen Sie einen Artikel draus. Maria, verfolgen Sie seinen Wahlkampf. Suchen Sie Leute, die auf den Veranstaltungen waren. Reden Sie mit denen, die anderer Meinung sind. Hatten Sie nicht gesagt, keine Zeile über... Über Hitler, ja. Zeitweilige Verirrung. Wird mir vergeben. Ich muss aufhören. Was hat das zu bedeuten? Sie sagten, es sei Schluss damit. Ich tue meine Arbeit. Eine gute Zeitung ist nun mal das Spiegelbild ihrer Zeit und kann einfach nicht ignorieren, was in diesen Tagen... Alle raus! Alle sofort raus hier! Schnell! Raus, 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 raus! Und beim nächsten Mal ist es eine Bombe. Es war keine Bombe. Die sind wütend auf uns und das zeigt, dass diese Themen es unsere Leser eben leid, doch interessieren. Fritz, wir müssen Sie sind entlassen. Schreien. Essen Sie heute zu Mittag, Fräulein Braun? Nein, danke, Angela. Sie dürfen nicht mehr erwarten. Was meinen Sie? Meine Tochter hat er genauso behandelt. Er hat sie an die Kette gelegt und dann fallen lassen. Ich weiß nicht, wovon Sie überhaupt sprechen. Im oberen Stock ist ein verschlossenes Zimmer. Wollen Sie einen Blick hineinwerfen? Nichts anfassen, er würde es sofort merken. Dagegen kommen Sie nicht an. Das ist nicht die wahre Geli, das ist sein Bild. Das sind seine Erinnerungen, mit denen er lebt. Es ist meine Schuld. Ich habe es zugelassen und ich kann es nicht ungeschehen machen. Aber ich kann Sie warnen, Fräulein. Machen Sie sich nichts vor. Das ist sein Ideal.
Nicht sie. Niemand sonst. Was ist das? Er hasst Schnittblumen. Er hat sie selbst aufs Bett gelegt. Ich möchte, dass Sie dieses Haus morgen früh verlassen. Natürlich. Ich freue mich über jeden neuen Kunden. Ich drucke ja nicht nur für die Nationalsozialisten. Wie heißt sie? Der gerade Weg, nach einem Zitat des heiligen Paulus. Also ein religiöses Blatt? Gewissermaßen. Mein Kunde legt größten Wert darauf, dass keinerlei redaktionelle Eingriffe in seine Texte stattfinden. Ich bin Drucker, junger Mann. Kein Verleger. Mich interessiert nur die Druckerschwärze. Vielen Dank. Hat er den Vertrag unterschrieben? Ja. Aber Fritz, der Mann druckt die Nazi-Blätter. Sollten wir uns nicht lieber an jemand anders wenden? Im Gegenteil, Sepp. Hier steht die einzige Druckerpresse, die Hitler ganz sicher nicht zerstören lässt. Warum so düstere Minen? 30% des Landes stimmen für mich. Angefangen haben wir mit 40 Männern im Bierkeller. Aber wir haben nicht gewonnen, mein Führer. Vielleicht sollten wir unsere Strategie überdenken. Wenn wir unsere Versprechen nicht einhalten, werden sich unsere Wähler anderweitig orientieren. Da mache ich mir keine Sorgen. Alle rechten Parteien stärken uns den Rücken. Hindenburg hat keine Wahl. Er muss mich zum Kanzler ernennen. Bei allem Respekt, mein Führer. Sie und Hindenburg sind nun nicht gerade ein Herz und eine Seele. Warum sollte er Sie zum zweitmächtigsten Mann unseres Landes machen? Wegen des Ärgers, den ich ihm mache, wenn er es nicht tut. Du wolltest mich sprechen, Adolf? Sie entschuldigen uns einen Moment, meine Herren. Bitte, setz dich. Ich möchte dich bitten, mich jetzt nicht zu unterbrechen. Sage bitte nichts. Hör mir nur zu, ja? Ich höre ziemlich beunruhigende Dinge über dich. Ach ja? Psst! Kein Wort! Es gibt Gerüchte, dass ich als Zielscheibe dienen soll. Ach ja. Halt den Mund! Lass mich ausreden, bitte. Im Laufe der Jahre ist die SA etwas störrisch geworden. Sie will nicht einsehen, dass die Idee der Revolution ausgedient hat. Sie muss im Gleichschritt hinter uns marschieren. Sie ist zu aufsässig. Daher lege ich von diesem Augenblick an das gesamte Problem in deine Hände. Betrachte es als Prüfstein. Wenn du die Sache regelst, bin ich vielleicht bereit, über die anderen Vorfälle hinwegzusehen. Verstanden? Danke, dass du gekommen bist. Und Ernst? Versuch's nicht nochmal. Für jeden neuen Kanzler stellt sich die schwierige Frage nach dem Umgang mit den Nationalsozialisten. Sie sind jederzeit in der Lage, den Reichstag lahmzulegen. Und das tun sie ja schon jetzt, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen. Sie zwingen uns zu Neuwahlen zum 4. Mal in diesem Jahr. Es ist eine undankbare Aufgabe, im Augenblick Kanzler zu sein. Ich würde sie meinem schlimmsten Feind... Ich weiß, Papen, ich weiß! Tür zu! Hören Sie... Ich habe mein ganzes Leben in den Dienst unseres Vaterlandes gestellt und ich möchte es in fähigen Händen wissen. Daher habe ich General von Schleicher gebeten, mein neuer Reichskanzler zu werden.
Ich gratuliere, Herr General. Er hat abgelehnt und hat vorgeschlagen, dass Sie, Franz von Papen, dieses Amt übernehmen. Sie sind konservativ, katholisch. Euer Exzellenz, Präsident Hindenburg, ich bin nicht... Gut, dann ist das geklärt. Also, widmen wir uns der größten Bedrohung unserer Demokratie, Herrn Hitler. Was ist zu tun? Darf ich vorschlagen, dass wir ihn in eine Position bringen, in der wir ihn kontrollieren können? Welche Position käme da in Frage? Vizekanzler? Das muss ein Scherz sein. Keineswegs. Der Vizekanzler ist immerhin der drittmächtigste Mann in unserer Regierung. Entsprechend der Popularität unserer Partei fordern wir mehr als nur einen dritten Platz. Etwas genauer. Was stellen Sie sich vor, Herr Hitler? Dass Sie mich zum Kanzler machen. Oh. Was für eine Anmaßung. Ich würde nicht lachen, Herr General. Sie sollten sich nicht zu sicher fühlen. Nun, Exzellenz, Sie sehen ja, dass ich eine Kraft bin, mit der man rechnen muss. Je schneller Sie mich zum Kanzler ernennen, mein Kabinett belegen... Sie würde ich niemals zum Kanzler ernennen. Wie können Sie so vermessen sein? Sie sind ein armseliger böhmischer Gefreiter! Wenn ich Sie zum Regierungschef machen würde, wie sollte ich das vor Gott verantworten? Und wie verantworten Sie es vor dem deutschen Volk, wenn Sie es nicht tun? Guten Tag, Exzellenz. Dieser alte Esel. Soll er doch Gott erzählen, was er will. Ich hoffe, er hat bald Gelegenheit dazu. Rufen Sie Röhm. Ich zeige Hindenburg, wie eine Verantwortung vor Gott aussieht. Der nächste Punkt auf der Tagesordnung des Reichstages behandelt den Entwurf eines Gesetzes zur Bereitstellung Herren, von Geldmitteln Abmarsch. Zur Unterstützung. Mit Ihrem Auszug, meine Herren, verursachen Sie die Auflösung dieses gewählten Parlamentes und erzwingen ein weiteres Mal Neuwahlen. Halten Sie sie auf! »230 Sitze. Wir sind die größte Partei im Reichstag. Wir sind bereit, unseren Platz in der Geschichte einzunehmen.« Wie kann er noch einmal Anspruch auf die Kanzlerschaft erheben? Es ist mir egal, wie viele Sitze Hitler im Reichstag hat. Er wird niemals Kanzler werden, nicht solange ich lebe. Ich befördere ihn höchstens zum Generalpostmeister. Dann kann er mich von hinten lecken, wenn er die Briefmarken aufklebt. Darf ich einen Vorschlag machen, Exzellenz? Nach Ihrem letzten Vorschlag übernahmen die Nazis den Reichstag. Sie werden immer stärker, stärker, stärker. Sie machen einen Affenzirkus aus der Regierung. Aus uns, meine Herren, aus uns! Darf ich einen anderen Vorschlag machen, Euer Exzellenz? Gregor Strasser ist nach Hitler der zweite Mann und sehr beliebt in der Partei. Ich bin sicher, dass er mit dem Amt des Vizekanzlers sehr zufrieden wäre. Haben Sie mit ihm gesprochen? Ja. Er hasst Hitler. Es würde zur Spaltung der Nationalsozialisten führen und zur Bedeutungslosigkeit der Partei. Eins möchte ich auf keinen Fall, meine Herren, dass meine Amtszeit in Anarchie endet. Tut mir leid, Papen, aber ich finde, General von Schleicher sollte sein Glück als Reichskanzler versuchen. Exzellenz, ich bitte Sie, sehen Sie denn nicht, dass er das die ganze Zeit im Auge hatte? Er hat mich nur dazu benutzt, den Feind aus dem Weg zu räumen. Geben Sie mir noch eine Chance. Nein, General! Ich ernenne Sie hiermit zum Reichskanzler. Viel Glück. Die Partei besteht nicht nur aus Ihnen. Das sind Ihre eigenen Worte. Als Vizekanzler vereine ich die Parteien auf der Rechten, blockiere die Kommunisten und steigere unsere Popularität. Und wie verfahren Sie mit Verrätern? Ich bin kein Verräter, mein Führer. Wer ein Verräter ist, Strasser! Bestimme nicht Sie, sondern die, die verraten worden sind! Sie werden Schleichers Angebot ablehnen! Und Ihre Laufbahn in unserer Partei hat soeben ihr Ende gefunden. Herr Graf? Führen Sie diesen Mann hinaus. Ich müsste gegen 9 zurück sein. Mhm. Pass auf, dass Egon was isst und bring ihn ins Bett.
Ist dir eigentlich klar, Helena, dass wir seit Tagen nicht mehr zusammen gegessen haben? Ich habe den Eindruck, die Partei ist inzwischen für dich wichtiger geworden als alles andere. Finden Sie das amüsant, Frieda? Entschuldigung, Frau Hanfstengel. Ich habe nur die Zeitung gelesen. In der Zeitung steht was zum Lachen. Das ist neu. Hier. Wenn man den Maßstäben seiner Rassenmerkmale folgt, hat Hitler eindeutig die gleiche Nase wie Attila, der Hundenkönig. Und wenn das kein ausländischer Eindringling war... Bringen Sie nie wieder ein solches Blatt in unser Haus. Das ist jüdische Propaganda, die verbrannt gehört. Es tut mir leid, gnädige Frau. Aber ich glaube nicht, dass Sie das Recht haben, mir vorzuschreiben, was ich lesen darf und was nicht. Darüber reden wir morgen. Adi? Geben Sie mir Hess. Mein neuer Rock. Gefällt er dir? Ich habe ihn heute gekauft. Arrangieren Sie ein Treffen mit Papen. Hindenburg hat den größten Fehler seines Lebens gemacht, als er Schleicher zum Reichskanzler ernannt hat. Man hat sie öffentlich gedemütigt. Jetzt können Sie es den beiden heimzahlen. Ich bringe sie wieder an die Macht. Er wird mich nicht noch einmal zum Kanzler ernennen. Ich weiß aber nicht, ohne Zweifel zum Vizekanzler. Unter mir. Das ist der Punkt. Das Kabinett wäre verlässlich konservativ. Die Tagespolitik überlasse ich Ihnen. Sie sind da viel erfahrener als ich. Es gibt nur ein kleines Problem. Hindenburg. Hindenburg hasst mich. Jemand muss ihn überzeugen. Wenn es etwas gibt, was bei ihm mit dem Alter nicht nachgelassen hat, ist es seine Eitelkeit. Ein gut platzierter offener Brief von Ihnen könnte Wunder wirken. Und ein paar Zwischenfälle im Reichstag? Mein lieber Reichspräsident von Hindenburg, alle großen Helden Deutschlands waren gütige Männer, die ihr Volk liebten und vom Volk geliebt wurden. Wie Parsival, wie Lohengrin. Wie Sie. Deutschland kann sich glücklich schätzen, Sie als Anführer zu haben. Ich erkläre Ihnen meine Loyalität und meinen unerschütterlichen Respekt. Würden die Mitglieder der NSDAP bitte Platz nehmen? Würden Sie bitte wieder Ihre Sitze einnehmen? Schleicher, ich habe nicht erwartet, dass Sie einen so hohen Preis bezahlen müssen. Holen Sie mir Hitler. Thank you.
würdest du sowas tun? Entschuldige. Du hast alles in Gefahr gebracht. Es tut mir leid, Adi. Ich war so einsam. Ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen. Du musst Geduld haben, Eva. Ich habe immer noch Feinde. Und wenn sie mich zum Kanzler ernennen, stehe ich vor einer gewaltigen Aufgabe. Versprich mir, brav zu sein. Verspreche es mir. Ich verspreche es. Schwören Sie feierlich, Ihre Amtspflichten als Reichskanzler zu erfüllen, ohne Ansehen der Partei und zum Wohle der Nation. Ich schwöre. Und schwören Sie weiterhin, die Verfassung zu achten, den Reichspräsidenten zu unterstützen und die Rechte des Reichstags zu respektieren, so wahr Ihnen Gott helfe. Ich schwöre. Kann ihn jemand abdrehen? Herr Gerlich? Mein Name ist Georg Bell. Ich habe Ihre Artikel gelesen. Wir haben beide einen gemeinsamen Feind. Ab heute halt in ganz Deutschland. Ich bin so etwas wie ein wütender Ex-Nazi. Ich habe für Röhm gearbeitet, bis er mich rausgeworfen hat. Ja. Ich habe gehört, dass es Streit gegeben hat. Ich möchte Ihnen Informationen liefern, von denen ich denke, dass sie Ihnen weiterhelfen. Hallo? Sie benutzen zwar ein Pseudonym, aber ich weiß, dass diese Sachen von Ihnen sind, Herr Gerlich. Guten Morgen, Herr Müller. Ich kann das nicht drucken. Ihr letzter Artikel war auch schon so schlimm. Er würde meine Pressen zerschlagen und mein Geschäft ruinieren. Er wird nichts derartiges machen. Weil er Ihre Pressen für seine Zeitungen braucht. Wenn er etwas unternimmt, geht das gegen mich. Sie spielen ein aussichtsloses Spiel. Wir haben einen Vertrag, Herr Müller, und ich erwarte, dass Sie ihn erfüllen. Sie werden es nicht mehr lange machen, Herr Gerlich. Ich will nichts davon hören. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Es geht nicht um Geschichte, es geht auch nicht um Politik. Es geht um dein Leben, Fritz. Und ganz nebenbei auch um Fritz. Das bin ich. Und das bist du. Zwei Persönlichkeiten. Mit verschiedenen Denkweisen. Aber sieh, was geschieht, wenn sie sich vereinen. Ich liebe dich, Sophie. Aber wenn ich das jetzt nicht tue, könnte ich mir nicht mehr in die Augen blicken. Ich habe Angst, Fritz. Thank you.
Das ist unglaublich. Davon ist kein Wort wahr. Und Sie erwarten, dass wir Ihnen das glauben? Was wollen Sie mir unterstellen? Ich habe damit nichts zu tun. Aber wie steht es mit Ihnen? Das war eine private, vertrauliche Notiz über den Einsatz von Agitation in der SA. Haben Sie eine Vorstellung davon, welchen Schaden Sie uns damit zugefügt haben? Ich weiß nicht, wie Gerlich das in die Finger gekriegt hat. Aber lassen Sie mich nach München fahren und ich kriege ganz schnell raus, woher er seine Informationen hat. Dafür ist es zu spät. Hindenburg hat den Artikel gelesen und den Führer heute Morgen zu sich bestellt. Im ganzen Land kommt es zu Übergriffen auf jüdische Geschäfte. Als Folge davon gerät die Wirtschaft ins Wanken. Aufruhr droht. Und dieser Artikel ist der letzte Funken. Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, und zwar schleunigst, wird Hindenburg den Ausnahmezustand erklären und die Armee Ordnung schaffen lassen. Dann ist es Zeit für den Sturm auf den Sitz des Reichspräsidenten. Wir übernehmen die Regierung. Sind Sie wahnsinnig? Gib mir den Oberbefehl über die Armee. Ich werde sie alle auf dich einschwören. Das ist unsere Chance. Eine großartige Idee. Warum ist mir das nicht eingefallen? Vielleicht, weil man in der Armee glaubt, du seist ein Schwein? Die Männer fliehen eher vor der nationalsozialistischen Flagge, als sich unter dein Kommando stellen zu lassen. Du und deine SA, Ernst. Ein Haufen politischer Dinosaurier. Ihr habt euch nicht weiterentwickelt, wie wir anderen. Oh, glaub mir, Adolf. Du wirst dich noch wundern, zu welchen Weiterentwicklungen wir fähig sind. Und er war mal ein Freund von Ihnen. Nun ist er nur noch einer von vielen, die uns in die Quere kommen. Die Liste wird immer länger. Und doch hat er recht. Manchmal ist primitive Gewalt die einzige Lösung. Wobei es natürlich hilft, wenn man einen legalen Vorwand dafür hat. Etwas Ungeheuerliches, das eine Reaktion provoziert. Druck auf die Schläuche erhöhen! Druck erhöht! Wasser am Arsch! Gibt es irgendwelche Verdächtigen? Lass es für den Führer! Ist denn jemand festgenommen? Ist es Brandstiftung? Ist das ein Werk der Kommunisten? Was ist passiert? Anscheinend ist ein holländischer Kommunist in das Gebäude eingedrungen und hat Feuer gelegt. Die Polizei hat ihn festgenommen. Sagen Sie, Röhm, er kann sich nützlich machen. Sie erwähnten eine Liste unserer Feinde. Die brauchen wir jetzt. Das ist ein Zeichen Gottes! Wir sind umzingelt. Die Terroristen greifen uns an. Und wir werden uns wehren. Jetzt ist er in seinem Element. Das ist ein ungeheuerliches Verbrechen. Und der Täter wird dafür büßen. Durch ein solches Gesetz wird die Verfassung vollständig außer Kraft gesetzt. Es ermächtigt sie zu allen Entscheidungen. Es sind schwierige Zeiten, die nicht vorgesehen waren, als die Verfassung geschaffen wurde. Ein nationales Symbol ist zerstört worden. Es war ein Angriff auf unsere Demokratie. Und um gegen diese fremdländischen Eindringlinge vorzugehen, ist es nötig, gewisse bürgerliche Rechte zeitweise aufzuheben. Wer Macht ergreift, statt sich der Wahl zu stellen, hat sich oft schon dabei die Hand verbrannt. Der Reichstag muss das verabschieden, bevor ich es unterzeichnen kann. Damit die Regierung die notwendigen Maßnahmen gegen den Terrorismus ergreifen kann, muss der Reichstag seine Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz geben. Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes haben Sie die Möglichkeit, die Macht auf denjenigen zu übertragen, der sie am effektivsten ausführen wird. Von nun an liegt die Gesetzgebung in der Hand der Regierung. Wie auch das alleinige Recht, eine Verfassungsänderung durchzuführen. Das Recht auf freie Rede, Versammlungs- und Pressefreiheit werden vorübergehend aufgehoben. Ja. Private Rechte, hier vor allem das Telefon und das Postgeheimnis, müssen zurückstehen. Sitzen bleiben. Das ist alles ganz gut, aber Hitler sollten wir in größeren Lettern setzen, ja? Hitler spricht gerade auf einer Sondersitzung des Reichstags. Er will die Zustimmung zu einem sogenannten Ermächtigungsgesetz. Damit würde aus unserem Land ein Polizeistaat mit ihm als absolutem Herrscher. Mein Gott, dieser Mann wird stärker und stärker.
Ich wette, dass die Nazis das Feuer selbst gelegt haben. Ich muss Ihnen noch was sagen. Nach diesem Artikel ist Röhm klar, wer ihre Quelle ist. Mein Arbeitsbereich als Röhms Pressesprecher war nur Fassade. Es war meine Aufgabe, ausländisches Geld zu besorgen. Ausländisches Geld? Für was? Für die SA. Er bietet zurzeit einem Mann in London die Alleinrechte für einen Ölimport nach Deutschland an. Das heißt, die NSDAP lockt ausländische Investoren mit ökonomischen Vorteilen. Und was ist aus Deutschland den Deutschen geworden? Genau. Hindenburg muss das schleunigst erfahren. Und Sie müssen wir in Sicherheit bringen. Sepp, ich kenne einige Leute in Berlin. Die sollen sich darum kümmern. Gehen Sie nach Hause, packen Sie und warten Sie am Bahnhof. Bell bringt meinen Bericht dorthin. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Regierung beansprucht das Recht, auf jede Art einzugreifen, um die Ordnung wiederherzustellen. Es kommt einer völligen Entmachtung gleich. Gesetze zu erlassen, hat nicht länger der Reichspräsident, sondern der Kanzler. Ich biete dem Reichstag eine Chance auf Frieden in Deutschland. Niemals! Wenn Sie die Verfassung respektieren, würden Sie sich bitte wieder hinsetzen, Herr Vizekanzler. Ich werde jede Gegenstimme als Äußerung offenen Widerstandes werten. Meine Herren, die Entscheidung liegt bei Ihnen. Wollen Sie Frieden oder Krieg? Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Wenn es geht zum Schutz und Trotze, brüderlich zusammenhält. Von der Macht bis an die Nebel, von der Mensch bis an den Welt. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Passt gut hier auf, Jungs. Hier weiß nämlich keiner, was Ordnung heißt. Wo ist sie? Weg mit ihr, Papier. Euch muss ein Leute raus. Wer ist Ihre Quelle? Niemand. Verschwinde, Alter. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Ihren Ausweis bitte. Wo wollen Sie hin? Bringen Sie diese Männer hier rüber. Ist Ihre Quelle. Ich möchte zu meinem Mann. Keine Besuche gestattet. Er ist in Schutzhaft. Schutz? Vor wem? Vor seinen Feinden. Gibt es einen Termin für die Verhandlung? Erwarten Sie wirklich, dass ich Ihnen darauf eine andere Antwort geben kann als gestern oder vorgestern? Hier,
Hier ist die Auskunft des Reichsgerichts. Da steht, dass keine Anklage gegen ihn erhoben wird. Aber wenn es keine Anklage gibt, warum wird er dann festgehalten? Ich sage Ihnen doch, dass es sich um eine Schutzhaft handelt. Nächste. Frau Martha Kraus. Ich gehe hier nicht weg. Sitzen bleiben. Wir gehen hier nicht weg. Die nächste. Die Gefängnisse sind überfüllt und die Frauen inszenieren einen internationalen Aufruhr. Wir können die Männer weder vor Gericht stellen noch freilassen. Lager. Was? Wir lassen sie in die Lager schaffen. Was noch? Mit Hindenburg geht es zu Ende. Wir haben die ungeklärte Frage Röhm. Und wo steht die Armee? Die Zeit rast. Mein Führer, ich spreche mit Röhm. Das haben Sie schon getan und es ist... Ich habe gesagt, ich rede mit ihm! Wir waren einmal gute Freunde, Ernst. Vor allen anderen hast du erkannt, was in mir steckt. Und anders als die anderen sagst du, was du denkst. Und du hast deine Männer immer mehr geliebt als dich selbst, was selten ist. Aber wieso willst du dich nicht einordnen? Du hast Macht. Ich will keine Macht, ich will Gerechtigkeit. Man hat meinen Männern versprochen... Das ist doch egal. Es ist mir egal. Versprechen sind keinen Pfifferling wert, das weißt du genau. Mach es dir klar. Ernst, die SA ist weder jetzt noch jemals in Zukunft die reguläre deutsche Armee. Du musst nachgeben. Du hast recht, Adolf. Wir waren mal Freunde. Und ich werde immer sagen, was ich denke. Und ich werde nicht zum Verräter meiner Männer. Es tut mir sehr weh, das zu hören. Ich bitte dich und die anderen SA-Führer am 30. Juni nach Bad Wiessee. Meine liebste Sophie, ich weiß nicht, wann oder ob ich dich jemals wiedersehe. Ich sage das nicht, um dich zu erschrecken. Ich sage es, weil ich dich um einen letzten Gefallen bitten muss. Bitte, lebe weiter. Danke. Ermutige die anderen, ihre Meinung zu sagen, auch wenn das, was sie zu sagen haben, nicht erwünscht ist. Erinnere sie daran, dass Mut eine Gabe Gottes ist und fordere sie auf, sie an ihre Kinder weiterzugeben. Wo sind wir? Irgendwo in der Nähe von Dachau. Was sollen wir hier? Du hast mich in meinen Hoffnungen immer bestärkt. Hast mir gezeigt, was Güte, Wahrheit und Hingabe bedeuten. In dem Wissen, dass es all dies auf unserer Welt noch gibt, kann ich sie leichteren Herzens verlassen. Trauere nicht. Ich habe in diesem Kampf alles gegeben, was ich hatte. Und nun kann ich nur noch das letzte Opfer bringen. Das Kostbarste. Es wird ein Zeichen in dieser Zeit setzen, an das sich die Menschen immer erinnern werden. Auf ewig. Dein Fritz.
Also gut. Für jeden einen. Und ab mit euch. Herr Hitler, hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Aber sicher. Ich habe dieses Jahr 20-jähriges Klassentreffen. Helene und ich planen diese Reise schon über ein Jahr. Sie wollen mich doch nicht schon wieder im Stich lassen, oder? Bestimmt nicht. Ich bitte nur um Ihre Erlaubnis. Warum sagen Sie nie mein Führer? Wie bitte? Sie reden mich nie mit meinem richtigen Titel an. Ich wusste nicht, dass Sie... Aber wenn Sie es möchten, kann ich habe es sehr gern. Also dann, mein Führer. Gut. Bringen Sie mir was mit. Ich hoffe, Sie wiederzusehen und Ihre bezaubernde Gattin. Ja, genau. Du hast es ihr doch erzählt, oder? Ja, sicher. Ich muss mit ihr reden. Sie entschuldigen mich. Aber natürlich, meine Liebe. Du musst mir noch mal zeigen, woher du das hast. Er sagt, wir können reisen. Helene, wir können den Nachtzug nach Hamburg nehmen und morgen früh aufs Schiff gehen. Das ist ein neuer Anfang. Ich verspreche es dir. Ich will wieder dein Mann sein. Und ein Vater für Egon. Das hast du schon einmal gesagt. Ich weiß, ja. Ich werde nicht mitfahren. Das hier ist jetzt meine Heimat. Ich werde sie nicht im Stich lassen, wenn sie mich am nötigsten braucht. Ich lasse nichts im Stich. Ich habe endlich jemanden gefunden, an den ich glauben kann. Mein Führer, Sie müssen eine Entscheidung fällen. Man wartet auf Ihren Befehl. Mein Führer, Sie müssen... Ich bin nicht taub! Geben Sie meine Pistole. Ich weiß, dass Sie es für Verrat halten. Aber Stabschef Röhm hat ein Attentat auf mich geplant. Ich hatte keine Wahl. Heil Hitler! In seinem Gedenken werde ich Sie alle in die Reichswehr übernehmen. Sie werden wieder für ein starkes Deutschland kämpfen. Sieg heil! Nach dem Tod des Reichspräsidenten von Hindenburg wird das Amt des Reichspräsidenten mit dem des Reichskanzlers vereint. Die Reichswehr hat sich entschlossen, einen Treueeid auf den Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler einzuführen, der von allen Offizieren und Soldaten der Streitkräfte abzulegen ist. Schwören Sie ihm hiermit die Treue? Wir schwören! Heute halten das Alte Reich und sein größter Führer Einzug in Walhalla. In diesem Augenblick stehen wir am Beginn eines neuen Zeitalters. Eine Zeit des Friedens und des Wohlstands liegt vor uns. Das tausendjährige Reich hat begonnen.
Sieg!